Hallo, hier ist wieder DeFi-Podcast, Ausgabe Nummer 16. Und der Ralf ist auch mit dabei. Und wir haben heute einen anonymen Gast dabei, Marc. Der wird uns ein bisschen was zur dezentralen Börse BISC erzählen, zur Privatsphäre und zum Gegenteil von Privatsphäre im Blockchain-Bereich, zur Blockchain-Forensik. Erste Frage an dich, Marc. Was ist deine Definition von DeFi? Ja, das ist für mich eine Plattform, Blockchain-Plattform oder auch mehrere Plattformen, um dezentrale Finanzdienstleistungen anzubieten. Und ich bin da jetzt nicht der größte Experte in dem Bereich, aber ich finde es auf jeden Fall eine klasse Sache, weil so dezentrale Lösungen sind normalerweise diskriminierungsfrei. Und bei den zentralen Finanzlösungen, wenn man mal nicht nur jetzt auf Deutschland, Europa, USA schaut, sondern auf die ganze Welt, wird ein hoher Prozentsatz von allen Menschen eigentlich diskriminiert vom traditionellen zentralen Finanzsystem. Und deswegen finde ich so dezentrale Lösungen eigentlich gut im Hinblick auf Fairness. Ist Bitcoin für dich auch DeFi? Für mich ist es auch DeFi. Ja, ist es sicher nicht in der Definition so gemeint, aber für mich ist es auf jeden Fall für mich dezentral. Ich weiß, jetzt kommt dann normal das Argument, aber viele meiner sitzen in China oder so, aber es ist irgendwo, wenn man es mit dem Rest der Finanzwelt vergleicht, sehr dezentral. Also das sehe ich auch so. Angenommen, du bekommst, stell dir vor, 1.000 Euro von uns, würdest du die in Bitcoin, Ether oder in irgendwas anderem anlegen? Ich würde die in Bitcoin anlegen. Ich finde Ether zwar auch gut, aber ich habe mich mal um 50 Euro betrügen lassen, weil ich so eine Software-Wallet, da war ich noch ein bisschen neu und grün hinter den Ohren in dem Bereich. Und da habe ich mir praktisch so eine Software-Wallet angelegt im Browser. Und das war natürlich von einem Betrüger und die waren dann weg, die 50 Euro. Oder sagen wir mal so, mit Bitcoin kenne ich mich besser aus. Ich finde beides gut und wichtig und würde es in Bitcoin anlegen. Erzähl mal ein bisschen so deinen Krypto-Werdegang. Wie bist du zu Krypto gekommen? Wann und wie ging es dann weiter? Ja, ich erinnere mich so 2012, 2013 habe ich in der Zeitung oder in irgendeinem Artikel das erste Mal von Bitcoin gelesen. Habe das nur schnell überflogen. Es war auch nicht super gut beschrieben. Da dachte ich, na, das ist irgend so eine Zockerwährung für Gamer. Brauche ich nicht. Also, aber ich kann mich erinnern, dass ich das gelesen hatte. Dann so 2015 bin ich wieder auf das Thema gestoßen und habe es dann langsam verstanden, dass da mehr dahinter steckt und wie das überhaupt funktioniert. Und habe dort dann auch so 2016 das erste Mal dann bisschen rein investiert und ja, seitdem bin ich da drin, habe dann auch in der Uni Nicosia in Zypern, die bieten Fernkurse an für Blockchain-Technologie und da habe ich dann auch das Thema studiert und viele Kurse belegt und unter anderem kam ich da auch das erste Mal in Berührung mit dem Tracking, mit der Nachverfolgung von Bitcoin und Privatsphäre. Welche Kryptowährung findest du gut und warum, Marc? Bitcoin finde ich gut. Das ist sozusagen der Platzhirsch und hat dadurch natürlich einen Vorteil gegenüber den meisten, die hinterher kamen oder hinterher kommen. Zum Wertaufbewahren finde ich einfach Bitcoin gut oder am besten. Ethereum hat natürlich auch seine Berechtigung. Oder ich mache es mal andersrum, von weil ich nichts halte jetzt so. Mit Sachen wie Binance Coin kann ich nichts anfangen, weil ich halt nicht auf Binance handle. Das macht sich, würde ich mal sagen, nur Sinn, wenn man dort handelt oder spekuliert. Dogecoin, kann ich was zu erzählen, ist ja eigentlich eine Spaßwährung, und die aber enorm an Wert gewonnen hat, in letzter Zeit auch nicht ganz schnell wieder abgestürzt ist. Ich habe früher, als ich den Leuten begeistert von Bitcoin erzählt habe, haben die mir immer gesagt, schenk mir mal einen Bitcoin, aber das war mir damals schon zu teuer.
Und dann habe ich denen am nächsten Tag immer eine Paper Wallet mit 1000 Dogecoins mitgebracht. Die waren neulich tatsächlich mal dann 500 € wert. Die habe ich also für 90 Cent oder so gekauft. Und wenn die das nicht schon weggeschmissen haben, dann wird der ein oder andere mir vielleicht noch dankbar sein für 300 oder 500 € die es jetzt auf einmal wert ist. Welche Kryptoprojekte oder welche Kryptoassets haben aus deiner Sicht in 2 Jahren noch eine Bedeutung? Dezentrale Börsen auf jeden Fall. Die sind zwar nicht ganz so angenehm in der Handhabung manchmal wie die zentralen, aber einfach aus Privatsphäre Gründen denke ich, dass die zunehmen oder auch aus Sicherheitsgründen, weil ja wahrscheinlich hinter jeder zentralen Börse permanent rund um die Uhr 20 Hacker irgendwo sitzen, die versuchen, die zu knacken. Und Ethereum 2.0 habe ich mich nicht intensiver mit beschäftigt bisher, aber da denke ich auch, da steckt viel Potenzial dahinter. Genauso Cardano zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das eine Zukunft hat. Das würde ich mal sagen, auf jeden Fall dezentrale Finanzprojekte. Wo ich denke, was nicht so eine Zukunft hat, sind Blockchain-Themen, wo man jetzt praktisch die Identität von jemand über die Blockchain nachweisen will oder wenn man ganze Logistiksysteme über die Blockchain abbilden will. Ich denke, so Sachen werden auch alle versucht, aber da bin ich sehr skeptisch, ob da Blockchain die beste Lösung ist. Und wenn, dann ist es natürlich nicht dezentral, denke ich. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Kommen wir mal zu der Privatsphäre. Du achtest ja heute auch auf deine Privatsphäre. Deswegen bist du anonym zugeschaltet und auch von ein bisschen weiter weg. Warum braucht man überhaupt Privatsphäre und speziell auch beim Geld? Wir mit unserem Service brauchen es, weil wir natürlich, es geht oft um Millionenbeträge, wenn jemand andere um Bitcoin betrügt oder Ransomware, also so Erpresserangriffe macht, die Dateien von der ganzen Firma verschlüsselt und nur gegen Bitcoin wieder freigibt und so. Und das sind oft Leute natürlich, die kommen zu großem Reichtum in sehr kurzer Zeit und müssen dann vielleicht ein paar Jahre im Knast absitzen und ich habe keine Lust, dass die irgendwann an der Haustür klingeln. Also ich muss nicht jeden persönlich kennenlernen, sagen wir es mal so. Und aber allgemein, warum braucht jeder Privatsphäre in meinen Augen? Es ist einfach, keiner will wahrscheinlich, dass der Nachbar, der Chef, Bekannte oder der Rest der Welt alles nachvollziehen kann. Gerade im Kryptobereich, nehmen wir mal als Beispiel Bitcoin, wird ja alles wie in einer Buchhaltung aufgeschrieben. Und wenn man dann noch Nachverfolgungsmethoden anwendet, zu denen wir jetzt noch kommen werden, ein bisschen mehr im Detail später, dann hat man immer das hohe Risiko, dass einer, obwohl man vielleicht nur 10 € bezahlt hat in Bitcoin, sehen kann, dass man vielleicht das 100- oder 1000-fache hat und man einfach auch attackiert werden kann. Also das ist auch schon vielen Leuten so gegangen. Es gibt eine Webseite, die sammelt physische Attacken gegen Bitcoin-Besitzer. Und da wird auch viel gehackt, weil die Leute haben zum Beispiel ein Hardware-Wallet und der Anbieter der Hardware-Wallet wird gehackt und Betrüger kennen auf einmal die Privatadressen der Leute, die wahrscheinlich Bitcoin besitzen. Deswegen muss man aufpassen. Oder wenn wir mal in die deutsche Geschichte zurückgehen, ein harmloses Beispiel. In der Weimarer Republik war es nicht verboten, homosexuell zu sein, aber es war auch nicht, damals in der Zeit war das natürlich verpönt. Und was die damals gemacht haben, die haben Listen angelegt, sogenannte Pink Listen. Und die haben dann 10 Jahre später die Nazis in die Hände bekommen und sind bei den Leuten zu Hause vorbei und haben die abgeholt und ins KZ gebracht. Also das ist mal ein einfaches Beispiel, wie eine in Anführungszeichen relativ harmlose Datensammlung zu katastrophalen Ergebnissen führen kann. Und deswegen bin ich generell ein Fan von solche Sachen möglichst privat zu belassen und nicht ein offenes Buch draus zu machen. Manche Leute haben, ein Programmierer habe ich mal gesehen, hat eine Spendeadresse angegeben, der hat was Kleinigkeit programmiert, 2012. Dann habe ich mal reingeguckt, letztes Jahr, da hatte der damals 70 Bitcoin an Spenden bekommen und man konnte ihn im Internet
sehr gut auffinden mit Adresse, mit allem. Also mit sowas sollte man ein bisschen aufpassen, weil das ist dann nur eine Frage der Zeit, wann jemand vielleicht mal an der Tür klingelt oder zumindest ein gewisses Risiko. Kann man eigentlich mit Bitcoin anonym bezahlen? Wenn ja, wie geht das? 100% anonym ist vielleicht schwierig. Man bezahlt ja jemandem und das hat ja einen Grund. Der verkauft einem zum Beispiel was oder man handelt mit dem. Deswegen, und man hat die Bitcoin ja auch irgendwo herbekommen, man hat sie geschenkt bekommen, man hat sie irgendwo gekauft. Ich sag mal, es gibt, ich würde mal sagen, 99,9% geht vielleicht, 100% wird schwierig. Man muss halt aufpassen, wo kauft man die Bitcoin ein? Wenn man die jetzt zum Beispiel an der zentralen Börse einkauft, wo man vorher seine Identität nachweisen musste, dann hat man schon das Problem, dass es ab dann natürlich die Transaktionen alle nachverfolgt werden können. Und dann ist es eigentlich nicht mehr anonym. Aber wenn man zum Beispiel auf dezentralen Börsen seine Bitcoin kauft, oder handelt, dann ist es deutlich anonymer. Dann hat man natürlich auch einen Geschäftspartner, aber der kennt nicht die eigene Identität. Und ja, ich sag mal, es geht weitgehend anonym, aber es ist auch ein bisschen mühsam. Also man muss ein bisschen Aufwand treiben, wenn man es wirklich anonym haben will. Ich werde später Beispiele zeigen, auf die man sicher nicht kommt, wenn man es nicht gesehen hat, was alles möglich ist. Und wie unterscheidet man oder was unterscheidet zentrale von dezentralen Kryptobörsen bezüglich der Privatsphäre? Hinter einer zentralen Börse steckt normalerweise eine Firma und die unterliegt natürlich der Gesetzgebung ihres Landes oder auch der Gesetzgebung des Landes der Kunden. Und deswegen müssen sie sich an gewisse Regeln halten. Die sind zum Beispiel auch sehr oft, man muss seinen Ausweis zeigen oder ab einer gewissen Handelssumme muss man seine Identität nachweisen und dann ist man natürlich nicht mehr anonym. Dann ist die Bitcoin-Adresse, wenn man zum Beispiel Bitcoin erwirbt oder eine andere Kryptowährung, dann ist die mit dem eigenen Namen verknüpft. Bei einer dezentralen Börse gibt es den Teil nicht, weil da gibt es keinen zentralen Server, da gibt es keine Firma, die die betreibt normalerweise. Und doch gibt es auch, aber ich sage mal jetzt eine richtig 100% dezentrale Börse wie BISC, ein Beispiel, auf das wir noch kommen werden. Ja, da hat man auf jeden Fall nicht diese Nachverfolgung und man weiß auch nicht, mit wem man handelt. Und dann sind auch die Transaktionen, wenn man die der Blockchain verfolgt, es ist nicht ersichtlich, was genau passiert ist, weil es werden immer mehrere Sachen miteinander verknüpft, sodass man das auch nicht nachverfolgen kann. Angenommen, man macht bei der Anonymisierung einen Fehler. Kann man das nachträglich heilen oder gibt es Heilung oder Empfehlungen dafür? Also ich wüsste keine Methode. Jetzt bei Bitcoin kenne ich mich natürlich am besten aus, wenn etwas in der Blockchain drin steht und es hat, ich sage jetzt mal, einige Bestätigungen, dann kann man diese Transaktion ja nicht mehr zurückdrehen. Und wenn jetzt zum Beispiel bei dieser Transaktion, wenn die zu einer Börse geht und das ist alles nachverfolgbar, dann kann man diese Tatsache nicht mehr im Nachhinein heilen. Also das heißt auch, wenn jemand etwas Betrügerisches macht und macht nur einmal einen kleinen Fehler, der seine Identität aufdeckt, der kann es also tausendmal richtig gemacht haben, macht einmal einen kleinen Fehler und dann kann er darüber geschnappt werden. Was kann man tun, wenn Bitcoin gestohlen werden? Das passiert in letzter Zeit immer öfter, vor allen Dingen als der Wert auf über 50.000 Euro gestiegen ist. Da sind auch die Diebstähle haben da auch zugenommen. Da war es natürlich noch lukrativer, auch bei vor einigen Jahren kleinen Summen, die auf einmal doch viel wert waren. Oder es haben sich dann auch mehr Leute erinnert, dass sie mal einen halben Bitcoin hatten und das weg war. Und es waren vielleicht damals, vor ein paar Jahren, waren das nur ein paar hundert Euro wert. Aber jetzt auf einmal waren es dann 25.000 Euro. Und was ich empfehle, ist immer der Polizei zu melden. Das hat zwei Gründe, weil erstens ohne Justiz und Polizei bekommt man keine Auskünfte von den Börsen und die braucht man später. Wenn man nämlich das nachverfolgen kann, dass zum Beispiel der Dieb oder Betrüger auch Kunde bei einer Börse ist, so verläuft nämlich normalerweise eine Nachverfolgung. Das heißt, mir klaut einer Bitcoin und dann
über die Blockchain schaffe ich das mit verschiedenen Tools und Methoden nachzuverfolgen, dass diese Person sehr wahrscheinlich Kunde bei Bitcoin.de ist oder bei Kraken, bei einer Börse halt. Wenn ich dann auf die Börse zugehe, dann wird die Börse mir keine Auskunft geben aus Datenschutzgründen oder einfach um ihre Kunden zu schützen. Das ist ja auch sinnvoll. Deswegen braucht man dort die Polizei, die dann auf die Börse zugeht oder die auf die Polizei im Land, wo die Börse betrieben wird, zugeht. Das ist der eine Grund, warum ich das empfehle, sofort zu machen, also zumindest ab einer gewissen Summe. Wenn das jetzt um 200 Euro geht oder so, dann würde ich gar nichts machen. Dann würde ich das als Investition in die eigene Blockchain-Ausbildung verbuchen und als Lehrbeispiel, was einem sicher nicht nochmal passieren wird. Der zweite Grund ist, selbst wenn man die Nachverfolgung nicht schafft, es kann ja die meisten erfolgreichen Betrüger, die betrügen ja nicht nur eine Person, wenn die jetzt 200 Leute betrogen haben und einer von den 200 hat es geschafft, die ausfindig zu machen, dann könnte dadurch, dass man eine Anzeige erstattet hat, könnte das sozusagen irgendwann auf einen zukommen, dass der Täter gefasst wurde und man vielleicht doch noch etwas wiederkriegt, auch wenn man selbst die Nachverfolgung nicht, wenn die nicht erfolgreich war. Ja, und als zweites würde ich immer empfehlen, weil die Polizei wird das normalerweise ad acta legen, außer es ist jetzt, geht jetzt vielleicht um 5 Millionen oder es ist einer getötet worden dabei, dann werden die sicher ihre Spezialisten reinsetzen, aber die haben viel zu wenig Experten und viel zu wenig Personal und auch natürlich der aufnehmende Polizeibeamte hat wahrscheinlich keine Ahnung von dem Thema. Deswegen würde ich auch empfehlen, zumindest wenn es keine kleine Summe ist, jemand da seine halbe oder ganzen Ersparnisse verloren hat, das auch nachzuverfolgen. Also das ist ja was wir zum Beispiel machen, bei BTC-Tester, dass wir, jemand sagt uns die Bitcoin-Adresse des Betrügers und wir machen dann die Nachverfolgung, was auch sehr häufig gelingt und sagen, okay, diese Person ist wahrscheinlich auch Kunde bei Kraken unter der Einzahlungsadresse 1ABC und so weiter. Also das empfehle ich dann auch. Es gibt auch natürlich, da gibt es eine Reihe Services, 90% von denen sind Betrüger, da muss ich davor warnen, die erkennt man im Allgemeinen daran, dass sie zu gute Versprechungen machen. Also wir hatten Kunden, die kamen, haben es bei uns informiert. Wir haben ihnen gesagt, ja, man kann sehr häufig nachverfolgen, aber manchmal muss man einfach warten, weil wenn die Bitcoin noch nicht bewegt wurden, kann man meistens nichts machen und man muss vielleicht einige Monate geduldig sein. Da schließt sich eigentlich gleich schon die zweite Frage an. Habt ihr Adressen von zentralen Börsen? Ja, wir haben Zugang zu mehreren Datenbanken, wo Adressen gespeichert sind. Also das sind im zweistelligen Millionenbereich haben wir Adressen. Und das führt auch dazu, wenn wir etwas nachverfolgen, dass wir in der Mehrzahl der Fälle auch wirklich Verbindungen zu Börsen finden. Ich behaupte mal, dass man die meisten Betrüger schnappen würde, wenn man es nur nachverfolgen würde. Aber es wird in der normalerweise nicht gemacht, weil wenn Leute zur Polizei gehen, da sagen die, kann man nichts machen. Und wenn die Leute jetzt, dann gehen die in Foren rein und dort bekommen sie dann auch meistens die Info von den alten Hasen, vergiss es, da kannst du nichts machen. Und dann, wenn du zehnmal die Antwort hast, dann gibst du es halt auf. Aber das ist so nicht richtig. Man kann es sehr oft nachverfolgen. Wenn man Pech hat, ist natürlich, sitzt der Betrüger irgendwo in einem Land, wo die Justiz einem dann, wo es kein Abkommen gibt und man kommt nicht weiter. Das kann natürlich passieren, aber zumindest kann man es versuchen, weil die meisten Leute sind sich einfach nicht bewusst, wie was alles möglich ist mit einer Nachverfolgung. Das heißt, ihr habt zwei Kompetenzen, will ich mal so ausdrücken. Das eine ist eine Sammlung von Bitcoin-Adressen von Kryptobörsen oder von vielen Kryptobörsen. Und das zweite ist, haben wir Tools über euer System bezüglich der Nachverfolgbarkeit von Bitcoin-Überweisungen, richtig? Genau, die Tools zeigen mir zum Beispiel auch von der gestohlenen Adresse zu der Börse, wie also den Weg durch die Blockchain, sage ich mal, um das nachher auch begründen zu können. Warum ist das die gleiche Person, die jetzt zum Beispiel Kunde bei Kraken ist, bei der Börse Kraken und die mich betrogen hat? Man muss das ja auch irgendwie ein bisschen plausibel erklären können, warum das überhaupt die gleiche Person sein soll.
oder sehr wahrscheinlich die gleiche Person ist. Habt ihr dort selbst jetzt diese selbst, sage ich mal, ernannte Verfolgungsbehörde in Anführungsstrichen, macht ihr das aus Hobbygründen oder macht ihr das auch mit, ich sag mal, aus wirtschaftlichen Gründen, mit bei Erfolg vom Aufspüren eines Diebes, dass ihr dann eine gewisse Beteiligung bekommt? Oder was ist der Anreiz, das Incentive, sagt man ja? Also wir haben das als Hobby angefangen, aber wir machen das, wir verkaufen das als Dienstleistung. Leute, die sich gut auskennen, denen verkaufen wir einfach eine Lizenz, dass sie auf die Datenbank zugreifen können. Das kostet dann nur ein paar Euro, wenn es zum Beispiel nur für einen Tag ist. Wenn aber einer jetzt dauerhaft Zugriff haben will, dann ist es natürlich teurer. Und die meisten kennen sich natürlich nicht gut genug aus, dass sie die Tools nutzen können und verstehen können und dass da was Lohnendes rauskommt. Und da bieten wir aber auch an, dass wir fertige PDF-Reports, 10 bis 15 Seiten zum Beispiel, schreiben, wo genau das begründet ist. Zum Beispiel hier wurde ein Bitcoin gestohlen des Betrügers, 1ABC, und dann zeigen wir den Weg durch die Blockchain, um praktisch eine Börse zu finden, wo dieser Betrüger sehr wahrscheinlich Kunde ist, und dann geht der Kunde damit zur Polizei und die Polizei bemüht sich darum, eben den Kunden der Börse ausfindig zu machen, gegebenenfalls mit ihren Kollegen in anderen Ländern. Und das ist eigentlich dann der normale Weg. Also da beschreiben wir das sehr genau, auch welche Methoden wir benutzt haben. Also Heuristiken nennt man das, also welche Regeln wir benutzt haben, um herauszufinden. Eine werde ich danach auch mal zeigen, wie man einfach sagen kann, diese beiden Adressen gehören höchstwahrscheinlich zu der gleichen Person. Und wenn man das mehrfach hintereinander macht und landet dann bei einer Börse, dann kommt man halt zu der wahrscheinlichen Aussage, dass der Betrüger Kunde bei der Börse ist. Und darüber kann man dann hoffentlich die Identität herausbekommen. Also wie man den Eigentümer einer Bitcoin-Adresse aufspüren kann, ist quasi die Antwort darauf, dass ihr versucht, das über die Auscash-Funktion bei den Börsen zu machen, ne? Ja, und bei den Kunden ist normalerweise immer die Vorstellung, dass wir ihre eigenen Bitcoin verfolgen müssen, um den Dieb zu finden. Das ist zwar erstmal eine naheliegende Idee, aber das ist viel zu einschränkend. Wir suchen erstmal alle Bitcoin-Adressen, die wahrscheinlich der gleichen Person gehören. Das heißt, das ist dann oft so, dass wir dann 50 Adressen zum Beispiel finden, wo wir sagen, die gehören sehr wahrscheinlich der gleichen Person. Und dann verfolgen wir nicht nur die eine Adresse, wo jetzt der Betrug stattfand, sondern wir verfolgen alle diese Adressen und schauen, ob wir irgendwo einen Weg zu einer Börse finden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit fundamental, dass wir überhaupt etwas finden. Das ist genauso wie wenn der Autodieb ist in der Stadt und oder der Bankräuber, und da ist es, wenn man den schnappen will, ist es eigentlich egal, ob er den auf frischer Tat bei der Bank schnappen, wo mein Konto ist, oder ob der vielleicht 3 Wochen später bei einem anderen Bankraub geschnappt wird. Wenn wir wissen, dass die gleiche Person, dann wäre das zielführend aus Sicht des Ermittlers. Um das mal zu erklären, ich habe jetzt meine Bitcoin auf der Adresse 1ABC, wie du schon sagtest. Die hat mir jetzt jemand geklaut und er hat sie dann übertragen auf eine Adresse, sagen wir mal 3XY. So, und dann guckt ihr, welche Adressen von dem Besitzer, der 3XY, die Adresse 3XY besitzt, welche Adressen könnte der auch noch haben, richtig? Ja, dann bilden wir so ein Bündel oder auch Cluster genannt von Adressen, eine Gruppe von Adressen, wo wir sagen, die gehören sehr wahrscheinlich der gleichen Person aus verschiedenen Gründen. Da gibt es halt mehrere Regeln, um das festzustellen, und das zeige ich gleich nochmal am Beispiel. Und dann verfolgen wir die ausgehenden Transaktionen in der Blockchain von all diesen Adressen und nicht nur von der einen. Wie finden sich denn dezentrale Bitcoin-Käufer und Verkäufer? Oder wo? Als Beispiel BISC genannt, das ist eine dezentrale Börse. Dezentral heißt wirklich, die Software, wo praktisch die Börsengeschäfte abgewickelt werden, ist nicht auf dem zentralen Server. Also es kann keiner den Server hacken und
dann steht die Börse, sondern das ist bei jedem Nutzer dezentral auf seinem Rechner. Das ist genauso wie mit der Bitcoin-Blockchain. Wenn man einen eigenen Bitcoin-Knoten betreibt, dann hat man ja auch die volle Blockchain auf seinem Rechner. Und genauso ist auch bei der Börse. Man hat eigentlich das gesamte Börsengeschehen auf dem eigenen Rechner. Und das ist wie bei zentralen Börsen. Also da gibt es dann Leute, die machen Angebote und andere, die nehmen das Angebot an. Also wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, ich habe einen Bitcoin und möchte gerne 160 Monero dafür haben, als Beispiel. Kann natürlich auch jede andere Währung sein oder sogar bei der BIST-Börse kann man es auch gegen Euro, Dollar und andere nationale Währungen umtauschen. Und das heißt, jeder Nutzer der Börse, der hat dann da seine Ansicht, der sagt, okay, mich interessiert nur diese Währung, dann filtert er das damit und dann sieht er, ja, hier bietet jemand einen Bitcoin, wenn ich ihm 160 Monero gebe und ich habe 160 Monero, will den Bitcoin und dann schlage ich zu. Dann sagt er vielleicht noch, ja, aber 1% besserer Preis möchte ich oder so. Also das kann er noch einstellen, ob er den Marktpreis möchte, den momentanen oder ein bisschen besser oder sogar ein bisschen schlechter, damit er schneller einfach einen Käufer oder einen Handelspartner findet. Und dann sind sich die beiden einig. Man verpflichtet sich bei Nutzung der Börse, dass man mit jedem diesen Handel macht. Man kennt ihn sowieso nicht. Da werden ja keine Namen ausgetauscht. So, und was ist jetzt, wie funktioniert das, damit nicht einer betrogen wird, weil der eine schickt Bitcoin und der andere schickt die Monero nicht. Deswegen werden die Bitcoin erstmal in eine Multisig-Wallet einbezahlt, sodass man zwei Leute braucht, um die freizugeben. Zum Beispiel den Käufer und den Verkäufer, also die beiden Handelspartner. Wenn die sich einig sind, dann werden die Bitcoin dann auch freigegeben. Nämlich dann, wenn der Bitcoin-Verkäufer die Monero erhalten hat, er bestätigt dann in der Software, ich habe die Monero erhalten und dann gehen die beiden Signaturen frei und er bekommt die Bitcoin. Dann ist das Geschäft erledigt. Wenn die sich jetzt mal uneinig werden, es könnte zum Beispiel passieren, wenn einer den letzten Hardfork bei Monero verschlafen hat und ist noch auf der alten Version und dann sagt der Bitcoin-Verkäufer natürlich, ich habe die Monero nie bekommen, zu Recht. Der andere denkt aber, er hätte sie geschickt oder es ist ein Betrüger. Dann würde ein Mediator eingeschaltet werden. Und der lässt sich dann von beiden Beweise zeigen oder Dokumente, Fakten oder die Sachlage erklären. Und man kann ja zum Beispiel bei einer Monero-Zahlung auch beweisen, ob sie gesendet wurde oder nicht. Und dann schaut er sich die Fakten an und der macht dann notfalls die zweite Unterschrift. Oder wenn einer offline geht und in der geforderten Zeit einfach nicht mehr online geht, dann würde der auch dann die zweite Unterschrift leisten und mitmischen. So, und jetzt könnte die Anschlussfrage sein, was ist, wenn der Mediator ein Betrüger ist? Das hat BISC so gelöst, der muss einen hohen Pfand hinterlegen, also wirklich eine hohe Summe, und den würde er verlieren, wenn Betrug nachgewiesen wird. Wenn sich also User beschweren, hier, er hat mich betrogen und dann andere Mediatoren hineinschauen. Das heißt, er hat ein Eigeninteresse, nicht für so einen normalen Handel einfach zu betrügen, weil er könnte ja selbst der Handelspartner sein und ein Interesse haben, zu betrügen. Und deswegen kommt das normalerweise nicht vor. Es ist theoretisch denkbar, aber es kommt nicht vor. Und auch die Teilnehmer haben Interesse, nicht zu betrügen, weil wenn der Mediator das dann feststellt, ja, der hat keine Monero geschickt und hat gelogen, dann man muss auch immer auch ein Pfand als Teilnehmer hinterlegen, das ist meistens 15% und die würde man dann verlieren. Deswegen haben die auch ein Interesse, jeder einzelne Handelspartner nicht zu betrügen. Wieso duldet der Staat dezentrale anonyme Börsen? Ich habe den Staat nicht gefragt, aber ich würde mal sagen, aus dem gleichen Grund, warum er Bitcoin duldet, weil er es einfach. Er kann es nicht abschalten. Das ist der Unterschied zur zentralen Börse. Wenn die zentrale Börse sich jetzt nicht an die 13.000 Regeln halten würde und die würden aufgefordert werden, den Regelverstoß bis dann abzustellen. Und wenn das nichts nutzt, dann wird der Chef der Firma irgendwann bei der Polizei vorgeladen oder vor Gericht vorgeladen. Also das heißt, da hat der Staat den Hebel, das durchzusetzen. Aber bei einer richtigen dezentralen Börse, es gibt viele Scheinbörsen,
dezentrale Börsen, die so tun, weil es halt modern ist, aber die es gar nicht sind. Aber jetzt bei einer richtigen dezentralen Börse wie BIS, das ist eine dezentrale, autonome Organisation. Da gibt es keine Firma, da gibt es keine Firmenanschrift, da gibt es keinen Chef. Das ist wirklich dezentral von der Community, ich sag mal, von einer anonymen Community verwaltet. Die werden praktisch von den Handelsgebühren bezahlt. Jeder sagt, ich habe hier zum Beispiel, das ist eine andere Sprache noch, ich habe hier ein Software-Upgrade gemacht, so und so viel Arbeit. Und dann werden die Gebühren auf die Leute verteilt, die dort einen wesentlichen Anteil mitwirken. Das wird alles, ich sage mal, auf demokratischem Wege gemacht. Die haben da auch eine eigene Währung auf der Börse dafür, die heißt BSQ, die nur dafür verwendet wird. Die wird sonst, glaube ich, nirgendwo gehandelt. Und die tauschen die sozusagen dann in Bitcoin um. Und das ist dann ihr Lohn, wenn einer dort mitarbeitet. Das heißt, man kann die nicht abschalten. Es gibt keinen Server zum Abschalten und keine Firma und keine Person, der man das zuordnen kann. Das wie bei Bitcoin. Und ich denke mal, das ist der einzige Grund, warum das sozusagen geduldet wird. Kann man über diese oder solche Börsen auch anonym Kryptowährungen in Euro umtauschen? Und wenn ja, wie geht das? Ja, man kann. Ich muss es natürlich erklären, weil es ist erstmal schwer verständlich, weil das Euro-Konto unterliegt natürlich den ganzen Finanzregularien. Es ist aber ähnlich wie bei Bargeld. Man weiß ja, oder die Bank weiß ja nicht immer, für was es einer verwendet. Wenn es nicht im Verwendungszweck drinsteht, habe einen Bitcoin gekauft, dann weiß es ja erstmal keiner, wofür es verwendet wurde. Man kann sich das so vorstellen: Einer verkauft zum Beispiel ein Milli-Bitcoin gegen 50 Euro oder gegen 30 Euro, sagen wir mal. Und dann wartet der Handelspartner, der die Bitcoin hat, bis die 30 Euro auf seinem Konto eingegangen sind. Zum Beispiel auf seinem IBAN-Konto oder auch, es gibt sehr viele Zahlungsmethoden, auch in allen möglichen Währungen. Und im Verwendungszweck steht gar nichts drin. Und das ist dann sozusagen für die Bank sieht das aus, von privat zu privat wurde da einfach Geld transferiert. Egal, ob die sich der eine schuldet dem anderen noch was aus irgendeinem Grund oder, also ich sag mal, die Bank weiß nicht, was da passiert ist, dass es ein Bitcoin-Geschäft war im Normalfall. Und deswegen ist es ein Stück anonym. Natürlich ist es nicht 100% anonym. Der Handelspartner in dem Fall kennt er natürlich dann die IBAN-Nummer des Handelspartners und auch meistens den Namen, der ja dann auch beim Überweisen mit angegeben wird zum Konto. Also insofern ist es nicht ganz anonym und die Banken wissen, dass es diesen Transfer gab, aber ich sag mal, die wissen nicht, warum es den gab. Es könnte ja auch sein, dass der eine beim anderen bei eBay was abgekauft hat und schickt ihm seinen alten Laptop zum Beispiel. So, kommen wir mal zur Blockchain-Forensik. Was ist der Nutzen? Was ist überhaupt Blockchain-Forensik und was ist sein Nutzen? Ja, das ist sozusagen das Nachverfolgen von Spuren in der Blockchain. Das kann natürlich aus verschiedenen Motivationen erfolgen. Zum Beispiel das, was wir vorher schon genannt haben, dass man einen Betrüger sucht, der einen um Bitcoin erleichtert hat, was sehr häufig passiert. Oder jetzt hat jemand eine Firma lahmgelegt, alles verschlüsselt, eine sogenannte Ransomware-Attacke, was ja auch in letzter Zeit häufig passiert ist. Also im Osten der USA konnten die Leute für 3 Tage kaum tanken, weil es halt so eine Ransomware-Attacke auf die größte Pipeline-Gesellschaft dort gab. Und es ist auch bei einer deutschen Firma kürzlich passiert. Es fällt mir gerade der Name nicht ein. Und das heißt, es passiert häufig. Oder auch Beispiel, was ich neulich mal untersucht habe, das nennt sich auf Englisch Sextortion. Da werden die Leute erpresst, kriegen eine E-Mail, da steht drin, wir haben über deine Kamera sehr intime private Aufnahmen von dir gemacht und die schicken wir jetzt an alle deine Bekannten. Und wenn du uns nicht innerhalb von 48 Stunden $1.000 in Bitcoin überweist. Und ich habe einen Fall nachverfolgt, der hat tatsächlich viele Millionen Dollar in Bitcoin überwiesen bekommen. Nicht auf einer Adresse, sondern auf mehreren, aber das wurde dann alles, er hat es dann alles in einer Adresse gebündelt. Also hätte ich nicht geglaubt, dass einer damit so viel
Geld machen kann. Also wirklich viele Millionen Dollar hat er darüber bekommen, indem er den Leuten Angst gemacht hatte. Der hatte gar keine Videos, aber hat den Leuten Angst gemacht und die haben bezahlt. Und weil der wusste auch noch aus irgendwelchen großen Hacks, wo er wohl die Daten gekauft hat, dann noch einen Teil von deren Passwort oder irgendwie noch ein paar private Daten, die aus irgendeinem Hack stammten, die er gekauft hat im Darknet. Und ja, also das ist schon, da wäre dann der Nutzen, einfach die Leute aufzuspüren. Das liegt im Auge des Betrachters. Ein Finanzamt in Australien oder in den USA, die haben sich von Nachverfolgungsfirmen die Daten von den Börsen schicken lassen und dann analysiert, welche Adressen könnte denen noch gehören und haben den Leuten dann Briefe nach Hause geschickt. Sie sollten doch bitte nochmal die Steuererklärung der letzten Jahre überdenken, ob sie alle Kryptovermögen oder Kryptogewinne angegeben haben. Aus deren Sicht ist das dann natürlich der Nutzen, Steuervollständigkeit oder Gerechtigkeit oder von einer Kriminalbehörde, die hat natürlich das Interesse, wenn es einer ein Darknet damit betreibt oder Drogenhandel macht, die Leute zu finden. Und deswegen hat er Interesse der Nachverfolgung. Und wir hatten auch schon einen Kunde, dessen Interesse war, der wollte wissen, ob man ihn aufspüren kann. Und er war eigentlich froh, dass er eine dreistellige Summe dafür bezahlt hat, für ein leeres Ergebnis. Weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das nachzuverfolgen und es war nichts aufzufinden. Und der war happy danach. Der wollte sozusagen sich selbst gucken, dass man ihn nicht nachverfolgen kann. Also das sozusagen challengen. Welche Adressen werden von einer gleichen Person kontrolliert? Wie bei Bitcoin? Wie findet man das oder wie kann man das rauskriegen? Ich erkläre es mal, was jedem sehr geläufig ist, wenn er in den Laden geht und bezahlt und er muss 7 € bezahlen, er hat einen 5-Euro-Schein und eine 2-Euro-Münze. Dann legt er die zusammen hin. Und in dem Moment weiß jeder, okay, das ist ein Geldschein und eine Geldmünze, die gehören der gleichen Person, die kamen aus einem Portemonnaie raus, gell? Und genauso ist es auch bei Bitcoin-Transaktionen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel 20 Millibitcoin an jemand anderen transferiert und er hat auf der einen Adresse aber nur 15 Millibitcoin und auf der anderen Adresse 5 Millibitcoin, dann braucht er diese beiden Adressen. Also dann legt er auch zwei Guthaben zusammen und dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese beiden Adressen, das Guthaben auf beiden Adressen, dass es der gleichen Person zuzuordnen ist, weil das sieht man auf der Blockchain. Auf der Input-Seite, wenn man in den Explorer geht, auf der linken Seite sieht man praktisch, welche Adressen verwendet wurden hier als Einzahlung für diesen Transfer. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das auszutricksen, weil von der Blockchain her wäre es auch erlaubt, dass zwei Personen dort einzahlen. Das nennt sich dann Pay-Join-Transaktion. Die kann man nicht immer aufspüren, manchmal schon. Aber nicht immer, aber das wird sehr selten verwendet und auch noch nicht so lange. Es gibt einzelne Börsen, die das unterstützen, aber es hat auch alles immer seinen Nachteil. Es macht die Sache mühsam. Es erhöht die Gebühren, wenn man das macht und alle Teilnehmer müssen gleichzeitig online sein. Ansonsten kann man es auch offline machen. Also meine Erfahrung ist, dass viele Anonymisierungstechniken, die es gibt, recht selten genutzt werden, weil es den Leuten entweder nicht wichtig ist oder zu mühsam ist. Aber man kann es natürlich austricksen. Und ist der Eigentümer einer Adresse im Cluster bekannt? Das kommt natürlich drauf an. Also Startpunkt ist immer eine Bitcoin-Adresse. Einer will wissen, wie kann ich die Person finden, die hinter dieser Bitcoin-Adresse, die diese Bitcoin-Adresse kontrolliert, der diese Bitcoin-Adresse gehört. Das ist der Startpunkt. Dann bilden wir ein ganzes Cluster und sagen, okay, folgende 20 Adressen sind der gleichen Person zuzuordnen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann würden wir halt, wenn wir jetzt eine Adresse in dem Cluster finden und sagen, ah, die kennen wir doch, die gehört doch zum Beispiel zu dieser, da ist eine Verbindung zu einer Börse, zu Coinbase, zu Kraken, zu Binance oder irgendeiner anderen Börse, dann genügt es natürlich schon. Dann wissen wir, okay, wir müssen nur auf diese Börse zugehen oder die Polizei muss auf diese Börse zugehen und rausfinden, kennen die diese Person, hat die zum Beispiel dort mit dem Ausweis,
ausgewiesen oder hat vielleicht mal eine Dollarüberweisung gemacht und eine Bankkontonummer ist bekannt. Oder vielleicht hat die Person es auch in Litecoin umgetauscht und die Litecoin wieder abgehoben. Dann wäre das sozusagen der Start, diese abgehobene Litecoin-Adresse wäre der Startpunkt für die nächste Untersuchung. Dafür ist es interessant, dieses Cluster. Wenn man nämlich bei einer Adresse was findet oder diese kennt oder weiß, wem die gehört, weil man es vielleicht auch im Internet findet, weil einer die mal vor 5 Jahren als Spendeadresse irgendwo auf eine Webseite gestellt hat oder in einem Forum die Adresse reingestellt hat und man kann darüber etwas zuordnen über Benutzernamen, der mehrfach verwendet wurde, dann kommt man zum Ziel. Ja, welche Informationen bezieht ihr eigentlich ein, um das Cluster zu bilden? Weil wenn jetzt die erste Transaktion auf die fremde Adresse und ihr guckt ja euch an, welche anderen Adressen gehören mit der fremden Adresse zusammen. Das heißt, ihr guckt dann wahrscheinlich auch noch weiter in der Zukunft in der Blockchain, ob ihr da Sachen rückverfolgen könnt, oder? Ja, genau. Wir gehen natürlich immer, wir gehen, das kann in der Zukunft sein, das kann sogar in der Vergangenheit sein. Also man kann auch über vergangene Transaktionen. Es geht ja im Endeffekt nicht darum, dass man genau seine eigenen Bitcoin nachverfolgt und wiederfindet, sondern es geht darum, die Personen zu finden, die die Bitcoin gestohlen hat. Und deswegen kann es auch sein, dass man eine Person findet mit einer Transaktion, die sie 2 Jahre vorher getätigt hat, bevor der Vorfall war. Und es muss also nicht immer in der Zukunft liegen, wenn man eine Verknüpfung herstellen kann zwischen den Adressen, weil beide Adressen in dem gleichen Cluster drin sind. Und wie man zu dem Cluster kommt, das ist halt, ich habe ja eben das Beispiel gebracht mit der Geldbörse, wo ich vielleicht 2 Geldeinheiten brauche oder in der Blockchain 2 Adressen, dann gehören diese 2 Adressen eben in das Cluster. Und da gibt es noch andere Methoden, weil normalerweise hat man ja. Man kann ja, wenn man einen Bitcoin hat, man kann den ja nicht halb ausgeben. In der Blockchain sieht das ja so aus, dass auf der Ausgabenseite dann der komplette Bitcoin ausgegeben wird und der Rest geht an einen selbst wieder zurück. Zum Beispiel, wenn man 200 Millibitcoin bezahlen will und hat nur einen ganzen Bitcoin auf der Adresse, dann würde da ja auf der Ausgabenseite stehen 200 Millibitcoin und 800 Millibitcoin. Die 200 wären die Zieladresse, wo man sie hinüberweist, hintransferiert, die 800 Millibitcoin, wenn dann das Wechselgeld zurück an den Sender geht. Das kann man natürlich allgemein nicht unterscheiden. Was wurden da jetzt 200 überwiesen und 800 Wechselgeld oder wurden 800 überwiesen und 200 Wechselgeld? Das lässt sich nicht direkt erkennen, aber manchmal doch oder gar nicht so selten doch. Da gibt es halt auch verschiedene Regeln, die sehr wahrscheinlich funktionieren. Zum Beispiel ist oft so, wenn das in einer Wallet, in einer Börse, die Leute verwenden, in der Software, wo sie praktisch ihre Bitcoin aufbewahren, dass sie dort, dass diese Software immer Adressen, die mit A anfangen, verwenden. Wenn dann zum Beispiel auf der Ausgabenseite eine Adresse mit einer 3 anfängt, dann hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit und nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass das die Zieladresse ist und die andere Adresse, die auch mit 1 Wechselgeld ist, was von der gleichen Software kreiert wurde. Oder auch, es gibt sogenannte Heuristiken, die untersuchen, wenn die eine Adresse wiederverwendet wurde und die andere nicht, dass dann welche von den beiden dann die Wechselgeldadresse ist. Und da gibt es noch so ein paar Regeln und wenn man diese dann alle verknüpft, dann findet man sehr häufig ein nicht gerade kleines Cluster und man kann sich dann auf die Suche machen. Natürlich, wenn man, es gibt auch manchmal, dass man dann ein riesiges Cluster hat, das kann auch passieren, dann muss man vielleicht wieder die Regeln, nach denen man gesucht hat, ein bisschen einschränken, damit man weniger findet, weil dann nimmt man halt die, wo man sagt, die sind zu einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig als die anderen Regeln. Aber wenn man gar nichts findet, dann versucht man es halt mit allen Methoden natürlich, um etwas zu finden. Wie sieht es mit der Nachverfolgung in großen Lightning-Channels aus? In der Blockchain selbst ist natürlich nur die Eröffnung des Lightning Channels und nachher das Schließen dieses Channels drin. Also nur das kann man. Was jetzt in dem Lightning Channel passiert ist, kann man mit den Methoden, die ich eben beschrieben habe, nicht nachvollziehen. Also wenn das in größerem Stil benutzt wird und nachverfolgt
von jemandem nachverfolgt werden muss, der muss dann auf andere Methoden zugreifen. Was weiß ich, die Leute direkt die IP-Adressen irgendwie finden. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt bisher, aber es ist auf jeden Fall sicher ein interessantes zukünftiges Feld. Ich denke mal, dass das Lightning-Netzwerk für die Privatsphäre der Bitcoin-Nutzer einen Vorteil bringt. Noch eine kurze Frage. Du hattest vorhin von Regeln oder Heuristiken gesprochen. Wie viele Regeln oder Heuristiken nutzt ihr denn, um ein Cluster zu bilden? Oder wie viele gibt es? Also sechs verschiedene nutzen wir. Und das sind jetzt Positivregeln oder auch welche, die, sagen wir mal, Adressen wieder ausschließen, also Negativregeln? Das auch, wenn man offensichtlich falsch positive generiert, manchmal ist es einfach zu erkennen, dann schließen wir die natürlich aus. Und dafür gibt es dann auch wieder separate Also Regeln, um die. beides. Ich sage ein Beispiel, wenn man die Wechselgeldadresse erkennen will, daran, dass eine der beiden Ausgangsadressen ganz frisch ist, also noch nie vorher benutzt wurde, vor der Transaktion, und die andere schon vorher benutzt wurde. Da gibt es dann Regeln. Und da gibt es aber auch Beispiele, wo das offensichtlich falsch ist, weil nämlich die Wechselgeldadresse die gleiche Adresse ist wie die sendende Adresse. Also wenn zum Beispiel eine Ausgangsadresse, eine Zieladresse auch auf der Sendeseite vorkommt, dann ist das definitiv die Wechselgeldadresse, egal was die anderen Regeln sagen. Es ist so, wenn man mehr als eine, die meisten, die sich so eine Nachverfolgung machen, die nutzen nur eine Heuristik, weil wenn du mehr als eine benutzt, wird das Ganze nämlich viel komplexer. Es musst du erstmal, man muss erstmal die richtigen Datenbanken haben, um das überhaupt hinzukriegen. Und dann ist es auch so, dass es eine gewisse Komplexität gibt, weil die Regeln können sich auch widersprechen. Und da muss man natürlich dann sich eine Methodik überlegen, was macht man, wenn die Regeln sich widersprechen, weil die sind ja alle nicht zu 100% sicher, sondern nur zu 99, noch was oder nur zu 97% und so weiter. Deswegen kann, kommt es natürlich vor, erst recht, wenn man große Cluster hat, dass es dort auch Widersprüche geben kann. Und das muss man ja dann irgendwie lösen, indem man einfach reduziert und sagt, dann machen wir das Cluster kleiner, weil wir sowieso genug zum Nachverfolgen haben, und dann nehmen wir aber sinnigerweise die Adressen, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu dem Cluster gehören. Nochmal für unsere Zuschauer zur Erklärung. Das heißt, ihr verwendet hier das Synonym Cluster als eine Sammlung von Bitcoin-Adressen, aus denen oder mit denen sich eine forensische Untersuchung durchgeführt wird und woraus man annimmt, dass man daraus Nachverfolgungsinformationen abschöpfen kann. Genau, wenn jetzt, nimm mal an, wir sind zu dritt in einem Raum, jeder hat sein Portemonnaie und jeder hat da Scheine drin, wir würden die auspacken. Wenn jetzt einer von draußen käme und wir hätten die vorher durchgemischt, dann sieht er nicht, welcher Schein, wem ist oder so. Aber wenn er zum Beispiel sich, vorher schon mal, am Tag vorher sich zum Beispiel die Seriennummer der Geldscheine aufgeschrieben hätte, dann könnte er es vielleicht doch rausfinden. So, und wir haben halt. Wir sagen halt, mit diesen Regeln, Heuristiken, mit diesen Methoden finden wir raus, Adresse A gehört wahrscheinlich der gleichen Person wie Adresse B und Adresse B gehört der gleichen Person wie Adresse C. Also gehören alle drei höchstwahrscheinlich der gleichen Person und die bündeln wir. Das ist also eine Gruppe von Adressen. Das englische Wort bei Bitcoin-Analyse nennt man dort halt Cluster dafür. Ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch dazu sagt. Es ist einfach eine Gruppe von Adressen und auf die Geldscheine übertragen. Das wären dann die drei Geldscheine, die bei einer Person im Portemonnaie waren. Wenn ich die zum Beispiel anhand der Seriennummern identifizieren könnte, dann wäre das mein Cluster oder meine Gruppe der Adressen. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Mixern? Schützen Mixer oder der Umtausch in Monero oder anderen sicheren, relativ anonymen Währungen vor der Nachverfolgung? Prinzipiell ja, aber in der Praxis in sehr vielen Fällen nicht. Und manchmal ging es auch schon durch die Presse bei größeren Geschichten, wenn es jetzt um Darknet-Marktplätze ging, die in Bitcoin betrieben wurden oder bei ganz großen Drogengeschäften oder so, dass, obwohl das gemixt wurde,
geknackt wurde. Ich kann mal erklären, wie das funktioniert oder warum es oft nicht funktioniert. Ich habe auch in dem Tutorial, was es hierzu noch geben wird, da werde ich auch ein konkretes Beispiel vorstellen von einer Mixer-Transaktion, und zwar von einer CoinJoin-Wasabi-Transaktion, die auf der Einzahlungsseite 80 Adressen hat und auf der Auszahlungsseite 120 Adressen. Und auch die Beträge sind sehr oft immer die gleichen Beträge. Das heißt, eine direkte Zuordnung ist dort nicht möglich. Und wir konnten trotzdem in über 20% der Ausgangs-, bei über 20% der Auszahlungsadressen konnten wir die Einzahlungsadressen feststellen, also zuordnen. Und das konnten wir aber nicht, wir haben jetzt nicht den Algorithmus oder die Verschlüsselung von Wasabi knacken können. Die ist sicher. Aber das beruht auf Fehlern, die die Anwender machen. Weil wenn einer nämlich praktisch, der hat durch den Mixer erstmal Privatsphäre erlangt und man weiß nicht auf der Auszahlungsseite, welche Adresse ist ihm. Aber wenn er dann 3 Monate später diese gemixten Coins wieder mit alten Coins mixt, die gar nicht durch diesen Mixer gehen, dann, und da, dann können wir das häufig wieder zuordnen. Das heißt, das Problem, was jetzt ein Betrüger hat, der zum Beispiel Leuten den Investitionsbetrug macht, den Leuten sagt, gib mir Bitcoin und ich vermehre dir die, du kriegst eine ganz hohe Rendite daraus, dann weisen die Leute normalerweise auf eine Börse unter Anleitung des Betrügers dann zum Beispiel 10.000 Euro. Dann, weil sie sich nicht auskennen, hilft ihnen der nette, nette gute Mann, wie man die in Bitcoin dort umwandelt, also Bitcoin kauft und dann, sobald die Bitcoin drauf sind, überweist er die Bitcoin an sich selbst und die Leute hören nie mehr was von dem. So Beispiele gibt es oft. Dann einer durch einen Mixer durchjagt nachher und aber dann hat er ja immer mehr Adressen, weil der hat zum Beispiel 100 Leute betrogen. Dann hat er mal mindestens 100 Adressen. Dann jagt er es durch einen Mixer, dann hat er danach wahrscheinlich 200 Adressen. Und dann muss er aufpassen, dass er diese Adressen nicht mehr mischt miteinander. Oder wenn er sie mischt, dann muss er wieder aufpassen, dass er sie dann nicht an eine Börse bringt, sondern auch weiter mischt. Also wir haben gerade bei dieser Wasabi-Transaktion, die wir untersucht haben, haben die Leute, waren sehr vorsichtig. Die haben sogar zum Teil 3-mal hintereinander das in den Mixer geschickt. Also gesagt, einmal mixen reicht mir nicht, das ist mir nicht sicher genug. Ich schicke das 3-mal hintereinander in den Mixer. Und trotzdem konnten wir es zuordnen, einfach weil sie später in zukünftigen Transaktionen Fehler gemacht haben. Das Problem ist nämlich, wer will schon 200 Adressen verwalten und die nicht mehr zusammenbringen das, und eben nur einzeln irgendwo auscachen. Das ist den meisten dann doch zu viel Arbeit. Und dann früher oder später bringen sie irgendwas zusammen und so eine Analyse-Software, die kann auch um 17 Ecken gucken, wie was zusammenhängt, was man mit dem menschlichen Gehirn dann nicht für möglich hält. Deswegen ist es in den meisten Fällen, wenn einer viele Adressen hat, erfolgreich, da etwas zu finden. Auch wenn er durch den Mixer geht und dasselbe ist, wenn er es in Monero umtauscht, wieder zurück. Natürlich können wir nicht die Monero-Transaktionen hacken oder verstehen. Aber wenn er später die Bitcoins wieder mit anderen zusammen verwendet, dann gelingt es darüber häufig. Was würde passieren, wenn oder wäre dann auch noch eine Nachverfolgung möglich, wenn man diese an eine dezentrale Exchange bringt, dieses Geld und einfach umtauscht und dann ja auf Nimmerwiedersehen mit einer anderen Währung? Ich sag mal, da weiß man ja nicht, wer ist dann die neue Ethereum-Adresse zum Beispiel, wenn ich Bitcoin gegen irgendwas tausche. Das ist ja dann auch nicht nachvollziehbar, oder habt ihr da auch Methoden zur Nachverfolgung gefunden? Wenn es jemand an einer dezentralen Börse tauscht und die ist gut designt, wie zum Beispiel bei BISC, dann können wir das nicht direkt nachvollziehen. Dann ist es genauso wie durch irgendeinen Mixer geschickt, also von der Qualität oder wie ein Monero und wieder zurück. Dann können wir das erstmal nicht direkt nachvollziehen. Wir können es nur nachvollziehen, wenn derjenige, der hat es erfolgreich jetzt in Ethereum umgetauscht und dann hat er aber vielleicht irgendwann
Die Ethereum bringt er wieder mit anderen zusammen. Dann kann, wir machen das jetzt nur bisher für Bitcoin, nicht für Ethereum. Aber dann kann natürlich eine Firma, die nachverfolgende Ethereum macht, könnte dann etwas finden. Aber er muss irgendwo einen Fehler machen. Er muss sozusagen die neue Welt mit der alten wieder mischen. Und das passiert halt erstaunlich häufig, weil die Leute, denen ist es vielleicht direkt bei dem Mixvorgang, ist ihnen das noch klar. Aber irgendwann, ein halbes Jahr später und da haben sie noch 100 neue Adressen und irgendwann verlieren sie Überblick oder die Geduld und oder es ist ihnen gar nicht bewusst, weil ja das schon 2 Jahre gut ging und sie machen es gar keine Gedanken mehr und irgendwann machen sie dann halt einen Fehler und den kann man dann nicht mehr heilen. Und es muss auch eigentlich einer, der da Betrügereien macht, der hat keinen Grund, ruhig zu schlafen, weil es kann natürlich auch sein, dass einer eine neue Analysetechnik entdeckt. Und die heute noch gar nicht bekannt ist und der kommt im halben Jahr auf die Idee und dann auf einmal kann man ihn finden oder mit künstlicher Intelligenz oder sonst irgendwas. Also ich werde auch in dem Tutorial noch Beispiele bringen, auf die man nicht so schnell kommt als Betrüger, was alles möglich ist. Also zum Beispiel, wie ich unterscheiden kann, ob einer Geld wirklich, ob er einen Grund hat, ein Handelsgeschäft zum Beispiel macht bei einer Transaktion oder ob er nur, das nur eine Verschleierungstransaktion ist. Also es ist oft so, dass Betrüger, damit sie eben nicht erwischt werden, die verschieben das manchmal 100 Mal wild durch die Gegend, schicken das in 2 Adressen, dann jede davon wieder an 2 andere und irgendwann führen sie wieder ein bisschen davon zusammen und so weiter. Die machen da ganz wild 100 oder 200 Transaktionen oder noch mehr und dann cachen sie das aus. Aber solche Kettenaktionen, die haben andere, ich nenne es jetzt mal Fingerabdruck. Ich werde das dann am Beispiel mal zeigen, wie als wenn ich eine andere Kette von 100 Transaktionen in der Blockchain verfolge. Und die haben einfach ein anderes Muster. Und das ist, behaupte ich mal, manuell nicht so einfach. Ich sage dazu mal Stichwort Benford-Test, der auch normal in der Finanzkontrolle verwendet wird, um Bilanzbetrüger zu erwischen, weil das Fälschen von Zahlen ist gar nicht so einfach. Und wenn einer unnütze Transaktionen macht, also die nur der Verschleierung dienen, dann wählt er unauffällige Beträge in seinen Augen und die sind halt, die weichen von der Norm ab. Und darüber kann man auch Erkenntnisse gewinnen oder auch sind sich zwei Bitcoin-Adressen, wir haben zum Beispiel einen Index entwickelt, wie nah sind sich zwei Adressen in der Blockchain oder auch eine ganze Gruppe von Adressen. Und je höher dieser Index ist, desto wahrscheinlicher ist, dass die zusammengehören, also der gleichen Person gehören. Das heißt, selbst wenn alle Regeln, die wir so kennen, zur Analyse versagen und wir nichts finden, könnte sowas einen Hinweis geben. Natürlich kein Beweis, aber das ist so wie wenn man einen Verdacht hat und die Polizei klingelt dann bei der verdächtigen Person und sagt dann, erzähl mir mal, was du, wenn du die Bitcoin ehrlich erworben hast, erzähl mir mal, warum, wo du sie her hast oder so und stell dann einfach mal Fragen, auch wenn man es nicht direkt beweisen kann. Hast du es schon mal angesprochen mit dem Privatsphäre-Index, den er bei euch auf der Homepage mit anbietet? Erzähl noch mal ein bisschen mehr dazu. Also ich gebe da zwei Adressen ein oder kann ich da auch nur eine Adresse eingeben oder eine Gruppe von Adressen? Ja, in dem Fall nur eine Adresse. Den Index, den ich eben erzählt habe, wo man praktisch sozusagen die Nähe zweier oder mehrerer Adressen der Blockchain feststellt über einen Index, das ist ein anderer Index. Hier bei der Privatsphäre, das ist praktisch, wir haben gesagt, man kann die Privatsphäre einer Bitcoin-Adresse berechnen. Man kann der eine Zahl zuordnen. Da haben wir verschiedensten Kriterien genommen, die wir eben zur Analyse benutzen. Zum Beispiel ist das Cluster groß, gibt es viele Adressen, dann ist wahrscheinlicher, jemanden zu finden. Oder wie viele Verbindungen zu Börsen finden wir? Es ist manchmal so, dass wir viele hundert Verbindungen zu Börsen finden von dem Cluster, weil gerade wenn irgendein Betrüger da hunderte Mal erfolgreich war, dann hat er auch oft schon 100, 200 Mal irgendwo ausgecached, weil der macht das ja auch,
oft, also an der Börse versucht, das in Euro oder Dollar umzutauschen, weil der macht das ja auch gerne mit unauffälligeren, kleineren Beträgen und will da nicht gleich mit 100.000 Euro losziehen oder mit 1 Million, weil das vielleicht eher Fragen aufwirft. Also dieser Privatsphäre-Index kann man sich so vorstellen, der ist zwischen 0 und 100%. Und wir lassen damit einfließen, ist das Cluster groß, wie ich eben gesagt habe, oder die Anzahl der Verbindungen zu Börsen oder wurde die Adresse zum Beispiel häufig wiederverwendet, dann macht es einen die Nachverfolgung auch einfacher und noch verschiedene andere Kriterien lassen wir dort mit einfließen. Und wenn jetzt der Index nahe 0% ist, dann heißt das, die Adresse ist sehr einfach nachzuverfolgen. Also der Kunde kann das als kostenlosen Vorabcheck machen. Wenn der Index klein ist, dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir was für ihn finden. Wenn der Index hoch ist, nahe 100% oder ich sag mal über 50%, dann ist es wahrscheinlich zu früh, noch was zu machen. Und auch als Empfehlung, wenn jemand zu anderen Firmen in der Nachverfolgung geht, wie gesagt, da gibt es viele Betrüger, die behaupten, sie könnten alles nachverfolgen und was natürlich nicht stimmt. Und dann kann man an diesem Index eigentlich sehen, ob das schon nachverfolgbar ist oder nicht. Wenn der zum Beispiel 70% ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da schon etwas nachverfolgen kann. Da muss man einfach warten, bis er besser wird, der Index, weil er wird im Laufe der Zeit besser, weil wenn einer Geld geklaut hat und noch nicht groß weitergeschickt hat, dann kann man ja nicht viel nachverfolgen. Aber es kann ja sein, dass er dann in 4 Monaten anfängt und das Geld dreimal verschiebt und es dann bei einer Börse landet. Und dann würde das unser Tool erkennen und dieser Index würde auch runtergehen. Also jeder, der möchte, kann es gerne mal mit seiner Adresse testen oder wenn er mal eine Börse was umtauscht, vorher den Index berechnen. Also man muss nur die Adresse eingeben, dann kommt nach ein paar Sekunden das Ergebnis und dann mal nach dem Tauschen der Börse, dann müsste der runtergehen. Also wir haben immer zumindest 4 Stunden oder 4 bis 8 Stunden Verzögerung muss man rechnen. Also wenn man es jetzt gemacht hat, sollte man 8 Stunden warten, dann müsste der Index auch korrekt sein, das reflektieren. Sofern du die Adresse von der Börse schon kennst, wo er einzahlt. Ich muss die nicht kennen, weil ich muss nur, also ich habe heute jetzt ein Bitcoin auf Adresse 1ABC. So, und ich ermittle den Index. Und sagen wir mal, der ist 90%, was heißt, kann man nicht nachverfolgen. Da ist einfach, das Geld ist noch nicht ausgegeben. Das ist auf der Adresse, da ist nichts passiert. Da kann man nicht und wurde auch nicht wiederverwendet und einen Link zu Börsen von dieser Adresse. So, jetzt schicke ich das an mein Binance-Konto zum Beispiel als Einzahlung. Und dann, das würde unser Index, würde das erkennen und dann würde der Index runtergehen, weil dann gibt es auf einmal eine Verbindung zu einer Börse. Bei Binance ist das übrigens besonders einfach, weil die alles auf einer Adresse dann konsolidieren von den ganzen Einzahlungsadressen. Das wandert immer von dort auf eine große Sammeladresse von Binance. Deswegen sind dort die ganzen zugehörigen Adressen auch recht einfach zu identifizieren. Was denkst du, wird es in 10 Jahren, wenn das mit dem Bitcoin und der Decentralized Finance so weitergeht, noch Banken geben? Ich vermute ja, sicher, das eine oder andere wird anders sein. Es wird vielleicht Zentralbankwährungen geben. Ich denke, es wird deutlich weniger Banken geben, weil wenn es digitales Zentralbankgeld gibt, dann braucht man und die Bargeldabschaffung weiter voranschreitet, wie es im Moment weltweit eigentlich ist, Schritt für Schritt, dann braucht man eigentlich nicht so viele Banken. Ich wüsste nicht, wozu die dann noch sinnvoll sein sollten. Da würden deutlich weniger reichen. Also ich vermute mal, dass es viele kleine Banken mit großen fusionieren werden und dass es deutlich weniger Banken gibt, aber dass es Banken gibt, auch wenn die vielleicht nicht das Gleiche machen wie heute. Was kommt nach DeFi oder NFTs? Was denkst du, Marc? Nach DeFi klingt so, als würde DeFi aufhören. Das glaube ich nicht. Das DeFi, dann gibt es vielleicht DeFi 2.0 oder so. Das wird sicher weitergehen. Und ich denke auch, dass es andere Anwendungsbereiche noch einige geben wird, wo man das gut verwenden kann. Es ist ja heute schon zum Beispiel die Uni Nicosia verwendet die Blockchain als Dokumentennachweis, als Echtheitszertifikat für die ausgestellten Zeugnisse und so Geschichten, was weiß ich. Es gibt natürlich auch solche Anwendungen, die sicher
auf einer Blockchain gut laufen können. Und ich wette, da werden noch einige schlaue Köpfe noch mal morgens aufwachen, eine geniale Idee haben und auch noch andere Anwendungen. Aber mir fällt da jetzt nichts ein, was es da geben wird. Es wird sicher ein Aufrüsten geben mit weiterhin dezentralen Lösungen und zentralen Lösungen, die vermeintlich nach Blockchain aussehen, die von großen Firmen und vom Staat betrieben wird. Aber das sind natürlich keine richtigen Blockchains, also zumindest nicht, wenn man das Kriterium dezentral anlegt, weil die können, ich will denen ja gar nicht unterstellen, dass sie es nicht machen wollen, aber sie dürfen nicht, sonst muss der Chef, der CEO sich den Knast irgendwann von innen ansehen, wenn ein Gericht sagt, lösch mal die Transaktionen der Blockchain, der sagt, nee, das ist eine richtige Blockchain, das geht nicht. So, und was mit NFT? Und die Frage hast sich jetzt drum, oder die Antwort hast sich drum herum gemogelt? Du hast ja auch oder gesagt. Ja. Ich dachte, ich dürfte mir eins aussuchen. Ja, komm mal, dann lassen wir das mal. Komm mal zur nächsten Frage. Was denkst du, wer ist Satoshi Nakamoto und wo wohnt er? Ich weiß es natürlich auch nicht. Ich denke mal, er wohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf dem Friedhof wohnt und Hal Finney heißt. Also der praktisch die Person, die die erste im Block 140 war das, glaube ich, den ersten Bitcoin-Transfer entgegengenommen hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das die gleiche Person war wie Satoshi Nakamoto. Zwar aus dem Grund, weil mit dem Verschwinden von Satoshi Nakamoto, das fiel zeitgleich sehr ähnlich zusammen mit dem Tod von Hal Finney, der ja eine schwere Krankheit hatte. Und deswegen könnte ich mir das vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe aber auch schon sehr viele andere Theorien gehört, aber ich weiß es nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Wir hatten ja letztens eine gute Antwort darauf. Vitalik Buterin ist die Inkarnation von Satoshi Nakamoto. Die fand ich auch echt gut. Dafür ist er zu alt. Okay, stimmt auch wieder, ja. Aber vielleicht kam er erst später. Weil der war dann schon neun, glaube ich, als es rauskam. Nee, der Buterin war 2013 schon mit Bitcoin beschäftigt. Da ist er an den Sergio Demian Lerner geraten, der mit Mastercoin und dann später das Omni-Protokoll und heute RSK da einiges gemacht hat. Wir machen jetzt noch ein Tutorial im Anschluss, was jetzt nicht Teil dieses Podcasts, dieses DeFi-Gesprächs ist. Erzähle noch mal kurz, was wir im Tutorial sehen werden. Also dort werde ich Beispiele zeigen, mal von dem sogenannten Cluster, also der Gruppe der Bitcoin-Adressen. Wenn ich mit einer Bitcoin-Adresse starte, wie finde ich, woher weiß ich, dass eine andere Adresse in diese gleiche Gruppierung gehört, also der gleichen Person zuzuordnen ist, von der gleichen Person kontrolliert werden. Das werde ich mal an einem konkreten Beispiel für eine Adresse zeigen und auch mal dann für zwei Adressen, warum wir sagen, dass die der gleichen Person zuzuordnen sind. Ja, dann zum Beispiel auch zeige ich mal, wie diese Zuordnung zu Kryptobörsen ist, auch in einem konkreten Beispiel, also was dann unsere Datenbank nach einer Analyse ausspuckt und auch wie man eine Bitcoin-Adresse durch einen Mixer verfolgt. Da werde ich konkret mal das Beispiel zeigen, das ich vorhin erwähnt habe, wo wir gut 20% der Ausgangsadressen den Eingangsadressen zuordnen konnten. Die erste Reaktion der meisten Leute ist übrigens, dass 20% ja nicht so viel ist, dass man dann ja mit 80% Erfolg hat. Aber bedenkt mal, dass die meisten Betrüger, die machen sowas ja hunderte Mal und sie müssen ja nur einmal ein Fehlerchen machen oder den 20% sein und das reicht schon. Das heißt, das macht die Chance wieder recht hoch, dass einer im Laufe der Zeit und wenn er nur mal nachts um zwei übermüdet, einen kleinen Fehler macht, das reicht schon und das Kartenhaus bricht zusammen. Dann Mustererkennung, da hatte ich eben auch schon was ein bisschen erzählt, sozusagen so ein Blockchain-Fingerabdruck, wenn Leute wirklich 200 Mal hintereinander Bitcoin verschieben, wie ich trotzdem
sicher sein kann, dass ich die richtige Kette verfolge und nicht irgendeine ganz andere Kette in der Blockchain, die gar nichts mehr mit der Person zu tun hat. Also wieso wir uns manchmal sicher sind, dass da keine Falsch-Positiven in so einer langen Kette drin sind. Das werde ich mal zeigen. Und auch, wie man praktisch erkennt, wenn so etwas manuell kreiert wird und nicht einem normalen Geschäftsablauf entspricht. Alles auch an Beispielen. Dann für den Privatsphäre-Index, den ich eben erklärt habe, zwischen 0 und 100% für jede beliebige Bitcoin-Adresse, zeige ich dort mal ein Beispiel. Für diesen Nähe-Index zwischen zwei Bitcoin-Adressen oder auch einer ganzen Gruppe. Und dann noch ich sag mal, wenn man ähnliche Adressen finden will, sogenannte Vanity-Adressen, also zum Beispiel Adressen, die mit 1 Donald Trump starten, zum Beispiel oder sowas. So, da haben wir auch ein Tool für. Das ist jetzt für die Nachverfolgung eher zweitrangig, nicht so wichtig. Es könnte mal Ausnahmebeispiel interessant werden, wenn jetzt jemand, ich sag mal, Ehescheidung und die Frau weiß, der Mann hatte immer seine Bitcoin-Adressen waren immer Vanity-Adressen, die fingen immer mit 1 Hubert 1 an oder so. Und die Frau möchte wissen, wie viele Adressen gibt es denn von der Sorte, mal gucken, was da drauf ist oder so. Das wäre ein möglicher Anwendungsfall. Ansonsten ist es eher so ein bisschen Spaß, mal zu gucken mit dem eigenen Namen, wie viele Adressen gibt es da. Also da zeige ich auch einfach Beispiel dann. Das wäre so mal konkrete Fälle, wie man aus einer Adresse praktisch, welche Erkenntnis man ziehen kann und zu einer Börse kommt, um sozusagen einen Betrugsfall aufzudecken. Dann danken wir dir heute, Marc, für dein exklusives Interview, für deine Gespräche und auch gleich noch sehen wir uns dann im Tutorial wieder. Also, tschüss. Ja, Tschüss. sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem DeFi.jetzt-Tutorial. Heute geht es in unserem Tutorial um Forensik, Bitcoin-Forensik, und wir begrüßen ganz herzlich den Marc. Hallo, danke für die Einladung. So, dann leg gleich mal los, Marc. Wir haben ja im Podcast Nummer 15 oder 16, weiß ich jetzt gar nicht, was war es denn mit Ralf? 15. 15, genau. Irgendwie auch schon wieder ein langer Tag. Also Podcast Nummer 15 haben wir ja uns über einige Sachen versucht, ausführlich zu unterhalten. Ich denke mal, für jeden war es vielleicht nicht ganz so verständlich. Deswegen machen wir jetzt noch ein kleines Tutorial hinterher, wo du einige Sachen noch anhand von Beispielen zeigen wirst. Wir machen das jetzt nicht live, weil einige Abfragen natürlich auch eine Weile dauern und wir haben ja einige Folien vorbereitet und dann erklär mal, Marc, was wir hier Schönes sehen. Ja, der Startpunkt ist immer eine Bitcoin-Adresse, für die jemand einen Grund hat, warum er wissen möchte, wer diese Bitcoin kontrolliert, wem diese gehören. Zum Beispiel, weil es einen Betrugsfall gibt oder eine kriminelle Aktivität oder Steuerhinterziehung oder was weiß ich. So, und dann jetzt habe ich hier eine Beispieladresse, die seht ihr hier eingeblendet. 1 Host FAT und so weiter. Das sind zurzeit 0 Bitcoin-Guthaben drauf. So, und die geben wir dann in unser Tool ein. Das Tool sucht praktisch alle Adressen nach gewissen Regeln, die in den letzten 8 Jahren eigentlich so durch die Forschung entstanden sind, wie man zusammengehörige Adressen der Blockchain finden kann, weil sie zum Beispiel zusammen als Einzahlung in einer Transaktion verwendet wurden. Da hat unser Tool jetzt 28 Adressen gefunden. Und sagt uns dann auch dazu, dass diese Person insgesamt, also das heutige Guthaben dieser Adressen ist insgesamt 751 Bitcoin. Also diese Person kontrolliert eine ganze Menge. Das ist dann sozusagen eine Liste. Die brauchen wir später nämlich, weil wir versuchen ja immer einen Weg zu Börsen zu finden. Wenn jetzt ein Betrüger jemand um seine Lebensersparnisse betrogen hat, der geht in Rente, zahlt seine Ersparnisse ein, weil er ein Versprechen bekommen hat, mit Bitcoin ist gut angelegt, und dann haut der Betrüger, der ihm helfen wollte, mit dem Bitcoin ab. Dann brauchen wir erst
diesen sogenannten Cluster, also diese Gruppe von Adressen. Und das sind hier diese 28 Adressen für dieses konkrete Beispiel. Und dann verfolgen wir eben nicht nur diese eine Adresse, wo der Betrug stattfindet, nach, sondern alle. Das ist jetzt einfach mal eine beliebige Adresse, um das zu zeigen. Ich habe es nicht von einem konkreten Kunden hier eine Adresse genommen, einfach um auch da ein bisschen Privatsphäre zu schützen. Das ist einfach ein Beispiel hier. Und wenn wir mal auf die nächste Seite gehen, dann zeige ich jetzt mal für diese Adresse. Ihr habt eben gesehen, zwei Adressen waren grün markiert. Die sind hier auch wieder, dass diese beiden Adressen gehören für uns in einen Cluster. Das heißt, wir sagen, die gehören zur gleichen Person. An diesem einen Beispiel möchte ich es mal zeigen. Ich habe hier die zugehörige Transaktion aus einem Bitcoin Explorer eingeblendet. Also so sieht das praktisch aus. Auf der linken Seite sieht man die Einzahlungen, die in dieser Transaktion gemacht wurden. Auf der rechten Seite die Zieladressen. Die zweite auf der rechten Seite ist wieder diese 1-Host FATG. Das ist sozusagen dann das Wechselgeld, was zurückgeht. Und wirklich transferiert wurden hier diese 0,001, also ein Millibitcoin, an die Adresse 15PFD. So, aber interessant ist die linke Seite, diese Einzahlung, weil ihr seht, mehrfach wurde hier die Adresse, diese 1-Host FATG verwendet. Und ganz unten, die unterste in der Liste, ist eine andere Adresse. Die fängt zwar so ähnlich an, aber ist eine andere Adresse, geht dann mit 5S44 weiter. So, und dann besagt eine Regel halt, dass es in den allermeisten Fällen der Fall ist, wenn Adressen gemeinsam verwendet wurden für eine Bitcoin-Transaktion, dann werden die von der gleichen Person kontrolliert. Und deswegen hat unser Tool gesagt, dass diese 1-Host-Adresse FATGTXW der gleichen Person gehört wie die Adresse, wo es unten mit 5S44 weitergeht, links unten in der Liste. Und so, jetzt haben wir an diesem Beispiel gezeigt, diese beiden Adressen gehören wahrscheinlich der gleichen Person. Jetzt nutzen wir natürlich noch andere Regeln und schauen nicht nur in diese eine Transaktion, sondern in alle 700 Millionen, die es in der Blockchain gibt. Das haben wir alles durchgescannt und auch alle neuen Transaktionen, das sind ja auch jeden Tag ungefähr 200.000 neue Transaktionen, die scannen wir auch immer durch, alle 4 Stunden. Passiert das, um sozusagen unsere Datenbank da immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Das kann sein, wenn ich also heute suche, habe ich 28 Adressen in dieser, die ich einer Person zuordne. Das können morgen auch 30 sein, weil wir einfach, weil es neue Transaktionen gab, die neue Erkenntnisse bringen. Ja, das mal so, dass ihr sehen könnt, wie man überhaupt auf dazu kommt, zu sagen, dass zwei Adressen der gleichen Person gehören an diesem einen Beispiel. Ich muss aber nur fragen, du hast gesagt, ich sehe jetzt hier irgendwie zwei Bitcoin-Adressen, sehe aber links immer nur eins hoch. Auf der falschen Seite, Seite 9. Wir müssen eine Seite zurück, ja. Du hast gesagt, dass ich so hier. So, also die beiden grünen Adressen, ja. Die sind auf dem nächsten Bildschirm, auf der nächsten Seite zeige ich praktisch, warum die der gleichen Person gehören. Die anderen von den 28 auch, aber an diesem Beispiel zeige ich es. Geh mal bitte eine Seite weiter. Moment. Genau. Diese. Ja, diese Seite, genau. Ah. Hier sieht man ja eine Transaktion im Explorer und auf der linken Seite sieht man diese beiden Adressen. Die unterste ist eine andere wie die Adressen drüber. Auf der linken Seite hier. Diese 1-Host FAT 5S44. Ja. So, das heißt. Und diese Heuristik, die eine Regel besagt halt, dass wenn die Einzahlung von verschiedenen Adressen eingezahlt wird, dass diese Adressen sehr, sehr wahrscheinlich der gleichen Person zuzuordnen sind. Das habe ich hier verwendet. Deswegen habe ich gesagt, diese beiden Adressen gehören der gleichen Person. Aufgrund dieser einen Transaktion, dieser Transaktion 23F66 und so weiter. Oben bei dem Hash steht. So, und das Gleiche haben wir natürlich, wir haben die ganze Blockchain durchgescannt, alle 700 Millionen Transaktionen oder 600 Millionen sind es, glaube ich, knapp gerade. Und deswegen haben wir natürlich ganz viele Erkenntnisse, welche Adressen gehören zu welchen, weil sie mal in irgendeiner Transaktion verwendet wurden. Und so, und wir haben auch nicht nur diese eine Regel, sondern noch andere, die im Laufe der Jahre von Leuten ersonnen und begründet wurden, warum die Sinn machen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit.
Und in dieser ganzen Kombination kamen wir bei diesem Beispiel halt darauf, dass der Person 28 Adressen zuzuordnen sind. Jetzt können wir auf die nächste gehen. Da kann ich dann den nächsten Schritt erklären, was wir dann machen oder unsere Tools, weil manuell, man könnte das natürlich auch manuell machen, aber das ist viel zu aufwendig. Da, wenn man, was das Tool in einer halben Minute schafft, da, wenn man gegebenenfalls ein Jahr beschäftigt. Und vor allen Dingen hat man natürlich auch nicht das ganze Wissen, wenn man nur in Explorer schaut, welche Adresse gehört zu einer Börse und welche nicht. Das ist natürlich auch wichtig. So, was wir dann machen, alle 28 Adressen, wie in diesem Beispiel, die verfolgen wir nach und schauen, ob es Transfers zu bekannten Adressen von Börsen gibt. Das haben wir bei diesen 28 Adressen, haben wir jetzt welche gefunden. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele. Die Liste war ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein paar Beispiele hier gezeigt. Wir haben da nur für eine Adresse was gefunden, aber das reicht ja. Und die hat zum Beispiel Bitcoin zu einer Adresse gesendet, die zu dem Exchange Bitstamp.net gehört. Und das ist jetzt eine alte Transaktion. Es mag sein, dass es einzelne von den Börsen nicht mehr gibt, aber es soll hier nur das Prinzip veranschaulichen. Natürlich funktioniert das auch bei neueren Transaktionen genauso. Hier zum Beispiel, wenn das jetzt das Ergebnis bei einer Analyse vom Kunden wäre, dann würde ich dem Kunden zum Beispiel empfehlen, mal hier bei der vierten Adresse, wo bitcoin.de steht, zu sagen, praktisch zur Polizei zu gehen und zu sagen, bitte die doch mal, dass sie versuchen, die Identität von dieser Person rauszukriegen, die, wie gesagt, hier in der vierten Zeile die Bitcoin-Adresse 1EIRK5 hat, die bitcoin.de zuzuordnen ist oder halt von einer anderen Börse. Wir haben dann normalerweise haben wir auch da ein bisschen so, machen wir da in der Reihenfolge, sortieren wir das ein bisschen, dass die Börsen, die kooperativ sind, oben sind. Weil wenn wir 100 Ergebnisse haben, das erschlägt ja jeden, man kann nicht 100 Sachen nachverfolgen. Dann sortieren wir das, dann kürzen wir das ein bisschen und sortieren das ein bisschen, damit am Kopf des Reports oben das steht, was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das zum Erfolg führt, wo bekannt ist, dass bei der Börse auch Auskunft erteilt wird, dass die kooperativ sind und dann auch wirklich, die werden dann ein bisschen Administration verlangen, füllen mal Formular aus und dann brauchen sie vielleicht 2 Monate oder so, aber dass da sozusagen die Erfolgswahrscheinlichkeit für den Kunden möglichst hoch ist. Also sowas kommt in den meisten Fällen irgendwo raus, außer die Bitcoin wurden noch gar nicht bewegt. Ja, wenn einer die gestern geklaut hat oder auch vor 3 Monaten geklaut hat und hat sie da liegen lassen und nicht weiter bewegt, dann muss man einfach Geduld haben und warten. Der läuft nicht weg. Da haben wir auch natürlich dann Monitoring-Tools, die uns dann, damit man nicht jeden Tag da reingucken muss, da wird man ja auch irgendwann verrückt, die uns dann automatisch informieren, wenn der Privatsphäre-Index sozusagen runtergeht, also die Chancen starten, dass man das nachverfolgen kann oder wenn es einfach bewegt wird. Gut, nächste Folie. Ja, jetzt die nächste Frage. Wie verfolge ich denn eine Adresse, wenn der Betrüger vorsichtig ist und schickt die durch einen Mixer? Oder zu Monero oder durch eine dezentrale Börse und so weiter, was die direkte Nachverfolgung erschwert. Jetzt kommt das Beispiel, was ich auch schon erwähnt hatte, in unserem, was ich schon erwähnt hatte, eine CoinJoin-Wasabi-Transaktion mit 81 Einzahlungen und 119 Auszahlungen. Das ist keine Transaktion wie normal, wo vielleicht 2 Personen beteiligt sind, Vielleicht kannst du für unsere sondern uninitiierten Zuhörer und Schauer mal erklären, was ist denn CoinJoin Wasabi-Transaktion? okay, das ist ein Protokoll, wie man praktisch, wo sich viele Leute zusammentun, damit man eben die Transaktionen nicht nachverfolgen kann. Das ist praktisch eine Gemeinschaftsaktion, um die Privatsphäre der ganzen Nutzer zu verbessern oder zu schützen. Das heißt, wenn jemand nicht möchte, dass die weiteren Transaktionen seines Bitcoin nachverfolgt werden kann, dann nimmt er an so einer Transaktion teil. Das sind da vielleicht zum Beispiel 100 Leute, die mitmachen oder 80 und die zahlen dann alle
etwas ein. Und auf der Ausgangsseite sieht man hier jetzt 119 Ausgänge. Es wird dann auch wieder an diese, ich sag mal, 80 Leute verteilt. Manche kriegen dann eine Zahlung, manche kriegen vielleicht drei. Und der Trick dabei ist, damit man das nicht zuordnen kann oder vielleicht rumprobiert, wenn ich die zwei Beträge zusammen addiere, dann komme ich doch auf den Einzahlungsbetrag. Damit man eben da keinen Erfolg hat, gibt es meistens mehr Auszahlungen als Einzahlungen und da kommt der gleiche Betrag sehr häufig vor. Das heißt, da gibt es einfach zu viele Kombinationen, als dass man dort etwas zuordnen kann. Wir werden das auf der nächsten Folie sehen oder vielleicht können wir mal ganz kurz schon auf die nächste Folie gehen, danach nochmal zurück. So sieht das aus. Auf der linken Seite sind dann die Einzahlungen, die oberste zum Beispiel 0,1 Bitcoin. Da gibt es dann auch Regeln, da kann jetzt nicht einer 50 Bitcoin zum Beispiel einzahlen, sondern da gibt es dann Grenzen, mindestens so viel und höchstens so viel. Hier ist es zum Beispiel Nähe von 0,1 oder 0,2 oder 0,4. Auf der linken Seite seht ihr jetzt 20 Einzahlungsadressen. Da gibt es noch 61 weitere, die sind jetzt halt nicht mit eingeblendet. Auf der rechten Seite seht ihr hier die Ausgangsadressen, auch nicht alle, aber mal als Beispiele. Und die Auszahlungsbeträge haben auch eine große Ähnlichkeit oft. Und es gibt meistens auch, wenn da jetzt 120 Auszahlungen sind, dann gibt es meistens auch jeden Betrag dann so ungefähr 10-mal oder dass er mehrfach vorkommt, damit man da einfach nicht durch kombinatorische Tricks das doch den Einzahlungen zuordnet. Das heißt, das Ganze von außen betrachtet, alle werfen ihre Bitcoin in den Topf rein, da wird umgerührt und geschüttelt und dann holt sich jeder wieder ein Bitcoin raus und keiner weiß, wer von wem den Bitcoin bekommen hat und die gehen dann alle wieder ihrer Wege und man kann eigentlich nicht nachvollziehen, wer welchen hat. Und wir können diesen CoinJoin-Algorithmus auch nicht knacken. Der funktioniert, der ist gut, also der ist ordentlich designt. Der Grund, warum wir die Leute finden, ist, weil sie später Fehler machen und die falschen Bitcoins wieder zusammenmischen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir häufig trotzdem die Leute finden. Vielleicht wieder kurz die Folie zurück, Ja. dass ich Vielleicht da noch noch mal zwei eine Aspekte. Erklärungsfrage, wenn man oder bleib ruhig auf der Folie jetzt. Wenn man jetzt diese Transaktionen, das sind ja eigentlich sinnlose Transaktionen, die ja nur Gas oder ich sag mal Gebühren kosten. Wie hoch sind denn die ungefähren Gebührenkosten, um diese Mixer sozusagen zu bedienen? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es muss ja, ich meine, man hat natürlich die Transaktionen von der Blockchain und da ist man eigentlich im Vorteil, wenn jetzt viele Adressen beteiligt sind. Dann wird es eigentlich für den Einzelnen billiger. Aber da wird ja noch eine zusätzlich für diesen Service, des Mixers, wird natürlich auch noch eine Gebühr anfallen. Und das habe ich jetzt nicht, ich habe das mal zum Testen ausprobiert. Aber ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Es ist auf jeden Fall transparent und wird angegeben, was das kostet. Also gibt da keine großen Überraschungen, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es im Allgemeinen jetzt 0,1 Bitcoin, hatten die meisten dort eingezahlt. Das sind ja nach heutigem Stand ungefähr 2.700 Euro, weiß nicht genau. Und also das ist auf jeden Fall vom Verhältnis, macht das da nichts aus, weil das sind jetzt keine 20-Euro-Beträge, die die Leute da versuchen zu mixen. Ja, jetzt, wie können wir sozusagen entmixen, also das Mixen rückgängig machen oder sagen wir mal so, das Überbrücken, sodass wir auch durch einen Mixer nachverfolgen können. Das ist, wie ich vorhin erklärt habe, weil die Leute irgendwann einen Tag später, einen Monat später, 2 Jahre später mal aus Versehen oder auch unbewusst diese gemixten Coins, diese gemixten Bitcoin wieder mit anderen zusammenbringen. Und wenn wir von den anderen Bitcoin Erkenntnisse haben oder den Weg zu einer Börse nachverfolgen können, können wir es mit denen auch und können die Brücke schlagen. Und so konnten wir halt in einem Beispiel über 20% der Adressen zuordnen, was mehr war, als ich erwartet hätte eigentlich vorher. Und wie finden wir diese Zuordnung? Naja, wir bilden diese Cluster. Das heißt, wir schauen bei den Adressen, welche Adressen gehören zu einer dieser Ausgangsadressen.
Und auch, das machen wir bei jeder Ausgangsadresse und bei jeder Eingangsadresse. Und dann finden wir halt oft, das ist ja das gleiche Cluster, deswegen gehören die der gleichen Person. Und dann haben wir die Zuordnung. Dann wissen wir, aha, die Einzahlungsadresse 7 gehört der gleichen Person wie die Auszahlungsadressen 12 und 15. Also so haben wir das praktisch gemacht. Und dieses Cluster, diese Gruppierung, diese Zuordnung können wir eben nur machen, weil es irgendwo mal ein Privatsphäre-Fehler gemacht wurde, was sicher nicht beabsichtigt war, weil sonst es macht nämlich diesen Mixvorgang überflüssig. Und das Gleiche machen wir aber auch zwischen Ausgangsadressen, Ausgangsadressen. Dann weiß ich zwar vielleicht, erstmal habe ich noch keine Erkenntnis, aber ich habe ein neues Cluster gebildet und weiß zum Beispiel, dass drei Auszahlungsadressen der gleichen Person zuzuordnen sind. Und das kann ich später vielleicht wieder gebrauchen. Wenn das Cluster im Laufe der Zeit größer wird, nutzt mir diese Zuordnung etwas, auch wenn ich es nicht mit den Eingangsadressen verbinden kann. Also das sind so die Möglichkeiten. Also in dem Fall konnten wir 26 von 119 Ausgangsadressen auflösen, also mit den Eingangsadressen verknüpfen. Jetzt können wir eigentlich zwei Seiten weitergehen, weil das nächste war ja so die Transaktionen, wie es im Explorer aussieht, in der Zuordnung. Hier habe ich mal für dieses Beispiel von den 119 Adressen, ihr seht da 118 als letzte Zahl, aber wir haben da mit 0 gestartet, deswegen sind es 119. Und die grünen markierten von dieser Transaktion, die sind die, die wir zuordnen konnten. Die mit weißem Hintergrund nicht. Und wie ich auch schon in der Sendung zu dem Thema gesagt hatte, klingt es erstmal nicht so viel, 20%, aber erstens waren mir diese Methoden eigentlich nicht bekannt. Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, man kann gar nichts zuordnen. Aber andererseits möchte ich nochmal an das Beispiel erinnern, wenn ein erfolgreicher Betrüger 500 Leuten was abgeluchst hat und das dann zusammen durch die Mixer schickt und macht dann irgendwann nur einmal einen Fehler, dann reicht das ja, um alle 500 Sachen nachher zusammenzukriegen, weil wenn man das zuordnen konnte. Das heißt, er muss ja nur einmal einen Fehler machen. Deswegen, dann sind 20% schon recht gefährlich. Ich behaupte auch nicht, dass wir immer 20% aufklären können. Das ist sehr aufwendig zu rechnen, auch alles, aber in dem Beispiel konnten wir das. Jetzt können wir auf die nächste Seite gehen. Und zwar, da geht es um die auch schon mal erwähnte Mustererkennung oder ich nenne das Blockchain-Fingerabdruck. Hier ein Beispiel. Es gibt eine Börse in London, oder die sitzt, glaube ich, in zwei Ländern, aber eins von den Ländern ist England. Die wurden vergangenen Dezember gehackt, also vor einem halben Jahr, und da wurden 307 Bitcoin gestohlen. So, ich habe den Fall weiterverfolgt. Diese 307 Bitcoin waren alle auf dieser einen Adresse, wurden die gesammelt. 1A, 4P, die ihr hier seht bei der ersten Transaktion. Und also da waren im Dezember 307 Bitcoin drauf. Die wurden eine ganze Weile nicht bewegt, bis im Februar. Dann auf einmal hat unser Tool angeschlagen und gesagt, die Privatsphäre ist runtergegangen praktisch, also da tut sich was. Und dann ging das auch recht rasch, dass da sehr viele Bewegungen waren. Und die haben das tatsächlich zum Teil 220 Mal verschoben oder noch öfter sogar, glaube ich, in einem Fall, in mehreren Ketten, immer lange Transaktionsketten wurde das verschoben. Und jetzt hier seht ihr die erste Transaktion in einem Beispiel. Es war am 22. Februar. Da wurde auf die Adresse 1CBY 17,99 Bitcoin transferiert von dieser Adresse des Hackers. Und dann die nächste Adresse, da wurde das dann mit noch einer anderen Adresse verknüpft. Also die gehören auch dem gleichen, nur aus einem anderen Betrugsfall wahrscheinlich. Und wurde an zwei andere Adressen weiter überwiesen. So, und das haben wir, unser Tool rennt dem Ganzen dann immer weiter hinterher nach verschiedenen Kriterien. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Seite gehen, zeige ich mal, wie das Ganze nach 207 Transaktionen aussah, also wirklich 207 Transaktionen in Folge, dann landen wir dort, wo hier steht, 207. Transaktion. Da wurde von der Adresse 1LKT 2, noch was Bitcoin an die Adresse BC1 transferiert.
Die zweite Adresse drunter ist die Wechsel. Nee, ist nicht die Wechselgeldadresse. Sieht nur so ähnlich aus. So, und was uns hier oder unserem Tool hier auffiel, dass auf einmal der Betrag sich geändert hat. Weil wenn Leute sowas machen, ist eines der Muster, um das zu erkennen, dass sich meistens die Beträge langsam runtergehen. Also was weiß ich, das sind dann 20 Bitcoin, 19,99, 19,98. Die machen dann immer, die splitten es immer auf, dann 0,01 an eine Adresse und der Hauptbetrag an eine andere Adresse. Wenn man da den Hauptbeträgen hinterherrennt, dann findet man manchmal zwischendurch, dass es so Seitenzweige gibt, wo sie direkt in der Börse mal kleine Summen praktisch umwandeln, zum Beispiel in Dollar oder Euro. Und dann gehen wir dem Hauptstrang weiter und wenn es auf einmal einen großen Änderung des Betrags gibt, dann ist es oft eine Kreuzung von zwei von solchen Ketten. Das ist sehr erkenntnisreich, wenn das ist. Das fiel uns halt irgendwann mal auf. Ich tue mich da gar nicht so leicht, das zu erklären, warum das so ist. Aber immer wenn der Betrag einen großen Sprung macht, dann war das sehr häufig, dass so zwei Ketten wieder zusammenliefen. Und das ist eine super Erkenntnis, weil dadurch weiß ich nämlich, die zweite Kette, das habe ich da drunter, habe ich die Transaktionen aufgeschrieben und das aus dem Explorer rein kopiert. Nämlich ganz unten ist auch, da seht ihr wieder die gleiche Adresse, 1A4P. Die hat 125 Bitcoin an zwei andere Adressen überwiesen. So, und nach zwei Schritten landet die genau, trifft die zusammen mit dieser Kette, die 207 Transaktionen lang war. Ja, welche Erkenntnis habe ich dadurch? Dadurch weiß ich, dass diese 207 Transaktionen wirklich alle zu dieser Person gehören, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Sonst würde die nämlich nicht die andere Kette treffen. Das ist super, super unwahrscheinlich, dass sie die sonst treffen würde. Und das heißt, diese 207, wo ich ja immer ein Risiko habe, dass das falsch positiv ist, dass ich nachher irgendeiner Kette in der Blockchain, irgendeinem Zweig nachrenne, der gar nichts mit der Sache zu tun hat. Deswegen weiß ich aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit jetzt, dass diese 207 Schritte keine Falschpositiven enthalten, sondern wirklich alle damit zu tun haben, mit dieser Verschleierung. Also das heißt, da hat er den Fehler gemacht, der Hacker, dass er so eine Kreuzung gemacht hat und die wieder zusammengeführt hat, weil es ihm einfach das Leben einfacher macht. Er hätte sich also diese 207 Transaktionen sparen können. Die sind absolut überflüssig gewesen jetzt zur Erhaltung der Privatsphäre. Das waren auch noch in einigen anderen Beispielen der Fall. Das ist jetzt nur mal ein Auszug daraus. Aber er hat das Geld an die Miner gespendet und hat sich beschäftigt wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich auch immer eine Variante, dass, ich sag mal, der ehrliche Betrüger, der das danach an die Wohlfahrt spendet, die Bitcoin ist, ausschließen kann ich nicht, ja. In den meisten Fällen ist es nicht so. Gut, nächste Folie, oder? Ja, und zwar jetzt noch mal ein paar Punkte. Woran erkenne ich? Ich meine, wenn ihr in den Blockchain Explorer reingeht, da findet ihr ganz viele Ketten. Ihr müsst nur immer die Adressen weiterverfolgen. Also beliebig viele Ketten findet ihr da. Milliarden von verschiedenen Ketten gibt es da von Transaktionen, die man bilden kann. Und jetzt aber, woran erkenne ich, ob das so eine Verschleierungskette ist? Was haben die gemeinsam? Dass Indizien dafür sind, dass es in kurzen Zeitabständen immer was passiert. Also was weiß ich, jetzt wird was transferiert im nächsten Block schon wieder, im übernächsten Block schon wieder und das 100 Mal, also in sehr kurzen Zeitabständen zwischen Transaktionen. Oder dass sich die Beträge, die abgespalten werden, immer ähneln. Also immer 0,01 Bitcoin abziehen, den Hauptbetrag weiterschleppen und immer so einen kleinen Seitenzweig bilden. Das ist nicht ein natürliches Muster. In der normalen Kette ist es anders. Da zeige ich euch gleich auch noch ein gutes Schaubild, wie man das ganz gut sehen kann. Dann manchmal transferieren die das im Kreis und man landet wieder bei der Eingangsadresse oder dort in der Nähe. Das ist dann natürlich auch verdächtig, weil das macht in den meisten Fällen auch keinen Sinn sonst. Oder eben diese kreuzenden Ketten, wo ich eben das Beispiel erzählt habe, wo man dann eigentlich auch weiß, okay, diese ganze lange Kette zur Verschleierung kann aufgeklärt werden, als zu der gleichen Person gehören und nicht zu vielen verschiedenen, wie das normal wäre bei einer beliebig ausgewählten Kette. Das ist also ein Muster, die ich mal Blockchain-Fingerabdruck für so eine Aktion einer einzelnen Person benennen würde.
Und ein anderes Muster sind die Transferbeträge. Wenn wir mal auf die nächste Folie gehen, die meisten haben das vielleicht noch nicht gehört, was eine Benford-Verteilung ist. Das ist, da hat vor ungefähr 100 Jahren in der Bibliothek einer festgestellt, dass an Logarithmen, Tafeln, also in Büchern, wo die Logarithmen aufgeschrieben waren, die vorderen Seiten häufiger abgegriffen waren als die letzten Seiten. Das ist bei den meisten Büchern so, aber bei Lexika oder bei so einer Logarithmentafel hätte man das nicht erwartet, weil beim Lexikon gehst du davon aus, es sucht genauso einer Buchstabe Z wie den Buchstaben A, also muss hinten genauso abgegriffen sein wie vorne. Und das hätte man eigentlich auch bei Zahlenwerken, was sie damals ohne Taschenrechner brauchten, um zu multiplizieren, solche Logarithmentafeln erwartet, dass er genauso oft hinten nachguckt oder in der Mitte und vorne. Aber er hat gemerkt, vorne war es mehr abgegriffen und hat dann die Erkenntnis gehabt, dass einfach in den Zahlen, die im Alltag vorkommen, in Preisen oder in einer, du misst die Leute, wie viel Zentimeter sind sie groß oder alle möglichen Zahlen, dass das sehr häufig einer gewissen Verteilung genügt, nämlich dass die 1 häufiger vorkommt als die 2, die 2 häufiger als die 3 und so weiter und die 9 am seltensten vorkommt als Anfangsziffer. So, und das wird, wie gesagt, verwendet, um Finanzbetrüger zu Bilanzfälscher zu finden, weil die die Zahlen manuell machen, dann kommen die meistens gleich oft vor oder zumindest in einer anderen Verteilung. Jetzt hab ich die Bitcoin-Blockchain-Beträge einfach mal 1 Million zufällig ausgewählt und habe die analysiert. Die genügen auch dieser Benford-Verteilung. Zum Glück habe ich es gemacht, weil 2 Leute haben steifenfest behauptet, das hätten schon viele untersucht und das würde dort nicht zutreffen, aber es trifft ha ziemlich haargenau zu. Ihr seht es am linken Schaubild. Das Grüne ist die Verteilung in der Blockchain, nämlich die 1 kommt zu ungefähr 30%. Wenn ich alle Beträge in Satoshi anschaue, kommt zu 30% als erste Zahl vor und die 2 zu ungefähr 18%. Das Rote ist die ideale Benford-Verteilung, also wie das auch sonst vorkommt. Und das ist sich super ähnlich, wie ihr seht. Also es entspricht dem recht gut. So, jetzt habe ich das gleiche mal gemacht und habe mir nicht zufällige Adressen angeschaut, sondern Adressen ungefähr 100.000 waren das, nee, ungefähr 200.000 Adressen von Silk Road Marketplace, die dort verwendet wurden, die Beträge. Und da komme ich auf eine ganz andere Verteilung. Da ist super häufig die 5 von. Ich habe das nicht mehr tiefer weiter verfolgt, aber warum ich das Beispiel hier bringe? Man kann, wenn jemand etwas speziell designt, kann man das erkennen, weil wenn ich andere Exchange eingib, jetzt mal von Kraken mir das anschaue, da sieht das Muster anders aus. Da sieht es nämlich wieder so aus wie links bei der idealen Verteilung. Das heißt, auch wenn ich daraus jetzt vielleicht für die einzelne Adresse noch nur in Ausnahmefällen einen Gewinn ziehen kann, wenn wir das weiterentwickeln, kann das durchaus sein, dass man da daraus einfach auch Muster erkennen kann und vielleicht sagen kann, diese Adresse gehört sehr wahrscheinlich, hat was vielleicht mit einem Darknet Marketplace zu tun oder hat, dass man daraus einfach noch Erkenntnis ziehen kann. Das wollte ich einfach nur mal sagen, dass es auch allein über die Beträge oder Auswahl der Beträge Muster geben kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Börse BISC nur ganze Euro-Beträge noch zulässt beim Umtauschen, weil man auch durch die Cent-Beträge Erkenntnis gewinnen kann, weil es einfach ganze Euro-Beträge macht schon wieder viel schwieriger, wenn einer jetzt zum Beispiel mal alle europäischen IBAN-Konten durchscannen würde nach einem gewissen Betrag und da den deswegen vielleicht in Zusammenhang mit einer BISC-Transaktion bringen könnte. Dadurch, dass sie nur ganze Euro-Beträge verwenden, ist das eigentlich nicht mehr so leicht möglich. Das nur am Rande erwähnt. Also allein der Betrag kann auch schon eine Aussagekraft haben. Vor allen Dingen in kleinen Währungen, wenn es jetzt mal um Euro geht und man hat kleine Währungen, die jetzt nicht 500 Millionen Nutzer haben wie der Euro, dann kann man durch solche Analysen sozusagen auch die Privatsphäre leichter aufdecken als bei großen Währungen wie Dollar oder Euro. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Seite gehen, dann zeige ich mal ein Beispiel für den in der Hauptsendung erwähnten Privatsphäre-Index von einer Adresse. Das kann jeder gerne mal für seine eigenen Adressen aussuchen. Am Ende der Seite steht der Link, wo man das
praktisch kostenlos einfach nur eingeben kann und dann bekommt man eine Prozentzahl zwischen 0 und 100%. Hier ist ein Beispiel, die Adresse 39DK7 und so weiter. Da spuckt unser Tool aus, die Privatsphäre ist, der Index ist 8,96%. Warum ist der nicht 100%? Was bedeuten würde, wir können überhaupt nichts analysieren, wir finden nichts. Das ist nicht 100%, weil es gibt 367 Adressen, die wir der gleichen Person zuordnen können, wie diese 39DK-Adresse. Und wir haben eine Verbindung zu der Börse Coinbase.com gefunden und noch ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen wäre das zum Beispiel, wenn auf uns ein Kunde zukommt, wir empfehlen denen, gib mal deine Adresse da ein, dann siehst du, ob es sich überhaupt schon lohnt oder ansonsten oder ob wir warten müssen oder das mal beobachten müssen. Und in dem Fall würde man sagen, ja, es lohnt sich, das zu untersuchen. Wir machen so einen Check vorher, weil Untersuchung kostet auch Zeit und insofern dann auch Geld für den Kunden. Und er ist natürlich enttäuscht, wenn wir nachher gar nichts finden. Deswegen ist das sozusagen ein Vorabcheck, der einigermaßen zuverlässig zeigt, ob wir da was finden werden oder nicht. Ja, das mal zu diesem Index. Also es ist für alle Bitcoin-Adressen verfügbar und ist manchmal ganz interessant zu sehen. Vor allen Dingen, man hat ja vielleicht selbst ein Gefühl, ist die Privatsphäre von der Bitcoin-Adresse, könnte da einer was finden oder nicht? Habe ich da vielleicht schon viel mit Börsen hin und her oder vielleicht in irgendeinem Internetforum das noch als Spendenadresse hingeschrieben oder sonst mal stolz erzählt, ich habe mir hier Bitcoin gekauft, dann hat man ja vielleicht ein Gefühl, ob da ein niedriger oder hoher Wert sein müsste. Also wer möchte, kann es mal überraschen lassen, das ausprobieren. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, dann würde ich noch etwas zu dem in der Hauptsendung erwähnten anderen Index erzählen, nämlich die Nähe von zwei Bitcoin-Adressen oder auch von einer ganzen Gruppe von Adressen in der Blockchain. Das nutzen wir, wenn unsere Warte, warte, normalen Regeln warte, einfach nicht stopp, hilft. stopp, ich habe noch eine Frage, Mensch. Du bist zu schnell, Marc. Habt ihr Okay. wenn ich jetzt eine Adresse da eingebe bei Bitcoin Privacy Check, habt ihr den Privatsphäre-Index schon vorberechnet oder berechnet ihr den immer ad hoc, wenn ich die Adresse eingebe? Ja, genau das haben wir diskutiert, weil wenn wir das vorher berechnen, ist es natürlich ein bisschen schneller und man muss dann nicht 10 Sekunden warten oder manchmal auch länger. Aber der Nachteil ist, dass der sich natürlich jede Minute ändern kann oder mit jedem neuen Block ändern kann und wir ständig nachjustieren müssten. Und es gibt ja ungefähr 700 Millionen Adressen. Das ist auch ein ganz schöner Aufwand zu berechnen. Deswegen machen wir das in Echtzeit. Das heißt, das wird in Echtzeit, wenn es einer eingibt, berechnet, weil unser Tool greift dann auf die Datenbank zu und bildet schon mal das Cluster. Es ist nicht ganz so genau, wenn wir das jetzt länger laufen lassen würden, mal Programme eine halbe Stunde drüber laufen lassen würden, dann würden wir das noch genauer berechnen können. Aber das gibt einen sehr guten Näherungswert zu der Situation, wie viel aufgedeckt werden kann. Je kleiner diese Zahl, desto schlechter ist die Privatsphäre geschützt, also desto leichter könnte man einen Betrüger finden. Okay, gut. Machen wir weiter mit der Nähe von Bitcoin-Adressen. Ja, was wir dort messen, ist praktisch, wir schauen uns die Transaktionsbäume an, also die Ausgangsadressen, die haben ja dann auch wieder, sind meistens in Transaktionen involviert, die wieder Ausgänge haben. Es verfächert sich also immer weiter. Jetzt habe ich unten mal ein Beispiel mit zwei Adressen aufgeschrieben, 1 MZQ und 32 A7V. Also das sind richtige Adressen, die man der Bitcoin-Blockchain findet, wenn er die in Explorer eingibt. Dann in den Transaktionsbäumen, wir sind da jetzt mal mit der Suchtiefe 2, das heißt nur zwei Ebenen weitergegangen. Man kann natürlich noch weitergehen, das wird aber kann manchmal, vor allen Dingen, wenn da ein Exchange kommen sollte, dann wird das super aufwendig irgendwann, weil es eine Riesenanzahl von Adressen dann auffindbar sind. Hier haben wir 57.825 Adressen schon nach zwei Schritten gefunden. Und kommen auf einen Index 4,3. Also häufig ist der, wenn die Adressen wirklich gar nichts miteinander im Hut haben und das sind von 20.000 Adressen nahezu keine Überschneidung oder so, dann ist der halt null. Und in dem Fall haben wir 123 Überschneidungen gefunden und nach unserer Formel ist es dann 4,3%. Wenn das Ding noch
sehr hoch sein sollte, dann gehen wir von aus, die Adressen werden wahrscheinlich von einer Person kontrolliert. Das ist kein stichhaltiger Beweis, aber ein Indiz, was und ein Verdacht begründet zumindest, und ist dann hilfreich, wenn die normalen Regeln einfach nichts finden. Ja, das dazu. Dann nächste Folie. Auf der nächsten Seite. Ja, das wäre noch die, genau, Vanity-Adressen oder ähnliche Adressen. Wenn ich jetzt eine Adresse 1ABC habe und will wissen, gibt es da, welche Adressen fangen noch mit 1ABC an oder so, dann könnte ich das nutzen. Das habe ich jetzt mal hier für das Beispiel Bitcoin-Adressen, wo direkt nach dem Anfang, also nach einer 1, nach einer 3 zum Beispiel, das Wort Alice vorkommt, in verschiedenen Schreibweisen mit kleinen Großbuchstaben. Und da waren jetzt ein paar 20 Fälle, kamen in der Blockchain vor. Ich sag mal, für die Analytik, für die Nachverfolgung hat es nur eine untergeordnete Bedeutung. Das wäre jetzt nur in Ausnahmefällen, wenn man jetzt weiß, dass jemand da Liebhaber ist und immer die gleichen Adressen gern benutzt und sammelt und sich errechnet hat, dann könnte das mal im Ausnahmefall interessant sein. Oder wenn irgendwo, es kommt immer mit einer Adresse und die gibt es gar nicht. Und dann nutze ich diese Suche auch, weil das reicht, da gebe ich zum Beispiel 5 Zeichen ein, dann zeigt er mir alle Adressen, die so sind, und dann finde ich, das war ich ziemlich schnell, ah ja, da hat er hinten bei der ersten Adresse statt SX4 hat er SX9 aufgeschrieben auf dem Zettel oder so. Und dann würde ich natürlich finden, okay, das muss die Adresse sein, irgendwas falsch aufgeschrieben. Für solche Ausnahmefällen aber spielt eher nur eine untergeordnete Rolle. Ja, wenn vielleicht, jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Tutorial. Ich würde gerne noch einen abschließenden Kommentar machen, weil eine Frage, die häufig kommt, weil die einen sagen, naja, lass doch die Leute in Ruhe mit der Privatsphäre und verfolgt es doch nicht nach, das ist doch nicht im Sinne des Erfinders von Satoshi, sowas zu machen. Und andere sagen wieder das Gegenteil, es soll nichts privat sein, genauso wie bei einem Eurokonto kann man auch alles nachvollziehen. Die Leute fragen mich dann, was ich dazu denke. Also ich denke, beides. Es ist so, wenn jetzt jemand unterdrückte Opposition im diktatorischen Staat, der braucht sicher seine Anonymität, und für den ist die Privatsphäre gut. Aber ich verstehe auch die Leute, die jetzt wirklich 20 Jahre ihr Kleingeld zur Seite gelegt haben und gespart haben und dann auf einmal 50.000 Euro ihre gesamten Ersparnisse gestohlen bekommen. Für die bricht eine Welt zusammen. Und da verstehe ich auch, dass die natürlich geholfen haben wollen, dass man die Leute nachverfolgt. Ja? Oder wenn jetzt eine Kinderpornografie-Ring betreibt, mit Bitcoin bezahlt zum Beispiel oder so, dann gibt es natürlich Interesse, die Leute einfach zu finden, weil sie viele schädigen. Und insofern ist es für mich genauso mit dieser Privatsphäre, soll man sie nachverfolgen oder nicht, oder soll es sie geben oder nicht, ist ähnlich wie für mich soll es ein Messer geben. Ich kann jemand mit erstechen, ich kann aber auch mir ein Butterbrot schmieren mit dem Messer. Oder die Frage, darf es Auto und Schuhsohlen geben? Der Bankräuber kann schneller sich vom Tatort entfernen. Ja. Also das ist sozusagen diese Frage, die sich auch in mehreren Lebensbereichen stellt, die man an vielen Stellen anwenden kann. Letztendlich auch, wir sitzen jetzt alle vorm Computer, wo man natürlich dann auch sagt, im Computer kannst du böse Sachen anstellen und aber auch viele gute. Ja. Und das wollte ich nochmal erwähnen, weil es sicher manchen durch den Kopf geht und bei manchen erzeugt es eine Abwehrreaktion überhaupt, dass es Bitcoin-Nachverfolgung gibt. Und ich sehe das halt deswegen mit zwei verschiedenen Augen. Einerseits schütze ich auch meine eigene Privatsphäre, möchte nicht, dass da jeder rumschnüffelt. Und andererseits verstehe ich aber auch, dass es Gründe gibt, eben da nachzuforschen. Und darauf haben wir uns halt spezialisiert. Ja, das war mal mein Schlusswort. Aber vielleicht gibt es ja noch Fragen. Von mir nicht. Ralf, du? Nein, von mir auch nicht. Vielen Dank, sehr aufschlussreich. Und ich sag mal, ja, wenn ich mal ein Problem habe, dann weiß ich, wo ich hingehen kann.
Gut, in diesem Ja, Sinne, sehr wenn. gerne und danke für die Einladung. Gerne. Und wenn andere ein Problem haben, können sie ja auch gerne zu dir kommen und nicht die Kryptoadresse, auch nicht die Bitcoin-Adresse, sondern die Web-Adresse lautet halt btctester.com, richtig? Genau, zwischendrin ist es auch irgendwo mal eingeblendet, zumindest eine Unterseite oder man kann es vielleicht noch mal irgendwo ergänzen. Und wenn Hörerfragen da sein sollten zu diesen Themen, dann können wir auch gerne noch mal Kryptoforensik 2.0 machen. Also wenn jetzt aus diesen beiden Sendungen da Fragen entstehen sollten. Okay, gerne. Gut. Dann danken wir euch fürs Zuschauen und schaut mal wieder in unsere nächsten DeFi-Gespräche rein. Also, Genau. tschüss.